Eten. Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur fantastischen Warcraft 3 Sendung im deutschsprachigen Raum. Creepjack, es ist wieder soweit, Donnerstag 17 Uhr, natürlich wieder an meiner Seite, mittlerweile komplett gewohnt in diesem, auf dieser zu engen Couch, wo diese beiden Herren hier direkt neben mir sitzen. Mit dabei ist Hovi. Einen wunderschönen guten Abend. Und Jannis hat auch mal wieder Zeit gefunden, hallo Jannis. Einen wunderschönen guten Abend. Was soll das denn heißen? Ich habe mal wieder Zeit gefunden. Ja, schön, dass du da bist, Mensch. Du hast so viel zu tun, du streamst so viel, machst so viele Sachen, immer deine ganzen Podcasts, deine ganzen Streams, die Vlogs, alles aus deiner Wohnung. Du hast die Wand neu gestrichen und all das. Und dass du da noch Zeit zum Stream mit uns hast, das freut mich immer sehr. Ja, living the influencer life, das sind natürlich die großen Kröten, die die Rocket Beans hier dann rüberwachsen lassen. Das ist schon ganz nett, damit du auch so ein bisschen Leute hast, die du anscheinend magst, mit denen du dann mal streamen kannst, ausnahmsweise, da mache ich das natürlich gerne. Auf jeden Fall. Doch, das freut mich. Und Hovi ist mit dabei. Hallo, ich hoffe, du hast intensiv trainiert Warcraft 3, denn heute steht ein wichtiges Spiel an. Ja, ich habe mich intensiv immer eingeloggt und dann kurz gequeued und dann so nach 30 Sekunden habe ich mir gedacht, ich finde sowieso kein Game, schnell Survival Chaos queuen. Ja, das ist wie wenn du so bei deinem Schwarm anrufst und es einmal klingeln lässt genau. Und dann auflegst. Also, sie ist nicht da. Okay, sie ist nicht da. Alles klar, warum soll ich dann anrufen? Ja. Kenne ich auch, ja. Naja, manchmal läuft es auch ganz gut, wenn man nicht trainiert, denn du hast heute dein Relegationsmatch. Hovi ist ja eingestiegen aufgrund seines Namens, aufgrund seines Renommees, seines Lebenslaufes, hat man gesagt, wir können den Mann jetzt hier nicht irgendwie an den Kindertisch setzen. Nein, der kommt natürlich in Liga 4. Und jetzt hast du dich durch eine Liga-Season durchgeschlagen und jetzt sieht es schon gefährlich aus. Ja, aber so wie du Liga 5 beschrieben hast, muss ich sagen, ist das auch eher der Ort, wo ich gut aufgehoben wäre. Ach, das kannst du nicht sagen. Das wird sich heute erst entscheiden. Du hast heute ein Relegationsmatch gegen jemanden aus Liga 5, der im Begriff ist, aufzusteigen oder die Möglichkeit hat. Und je nachdem, wie sich das entscheidet, steigst du ab oder bleibst in Liga 4 bei uns. Ja, ich bin schon aufgeregt. Jannis, wie läuft's denn bei dir? Hast du noch, du hast keine Spiele mehr ausstehend, ne? Ich war sehr brav. Ich möchte erstmal wissen, Hobi, weißt du, gegen wen du heute spielst? Gegen Pusemuckel. Ah! Ach so, weil ihr hier die gleiche Punktzahl habt und gleichen Score. Okay. Ey, warte, der hat doch 2 Punkte mehr als du. Aber wahrscheinlich bin ich einfach der Nächste dran, oder? Pusemuckel war doch bei dir in der Liga schon drin, nee, auch. Nee. Doch, ich hab das doch direkt vor meinem Auge. Nee. Der ist genau über dir. Der wurde da später eingefügt. Okay, verstehe. So läuft das okay. Also. Aber okay. Sag mir nicht, dass, Jannis, dass du Pusemuckel auch kennst. Welchen Namen aus der Warcraft 3 Community sagst, Jannis immer, mit dem habe ich schon mal ein Bier getrunken am Leipziger Flughafen. Ja, kein Problem. Hast du Tipps gegen Pusemuckel? Wenn man auf die Community-Events geht, dann trifft man halt ein paar Leute oder die veranstaltet. Pusemuckel tatsächlich ist mir neu, aber Nickname ist mir sehr sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja was ganz anderes gefragt. Ja, ich bin durch. Es war also natürlich vorbildlich, jede Woche ein Match gemacht. Auch liebe Grüße an meine Gegner, dass das immer schön geklappt hat. Ich bin Mittelmaß. Aber ich bin voll Mittelmaß. Nicht in den Aufstiegsrängen, ich bin nicht in den Abstiegsrängen, ich muss keine Relegation spielen. Ich bin die graue, langweilige Mitte. Und du hast genau die Hälfte deiner Maps gewonnen. Du hast 5 Matches gespielt und hast 5 Punkte bekommen. Also wirklich komplett Durchschnitt. Die Mitte getroffen. Bullseye quasi. Perfekt. Ja. Aber Bullseye ist ja gar nicht so gut. Es ist ja gar nicht das Beste, was man treffen kann. Noch nicht mal ansatzweise. Ich glaube, meine Games waren ganz cool. Es waren viele Emotionen im Spiel. Es ging hin, es ging her. Von daher, entertainmentmäßig war das ganz okay. Ich habe Pali Rifle besiegt in dieser Saison. Yes. Ich bin sehr happy, dass das so geklappt hat. Und Liga 4. Ja, Liga 4 ist halt meine Liga, ne? Was soll ich sagen? Für immer bin ich da. Aber Florentin, wie sieht denn das bei dir aus? Weil du bist ja aufgestiegen letzte Saison. Ja. Und das hast du so rumgeprahlt. Ne, jetzt ist deine Zeit und direkt Aufstieg in Liga 3 und hier große Töne und so. Ja, jetzt bist du ja. Jetzt flirtest du ja mit dem Abstieg da unten. Was ist das denn? Nein. Also langsam. Ich habe ja erst 3 Matches gespielt. Ja, das bedeutet, ich werde heute noch ein Spiel spielen gegen den guten Sparta. Nein! Community-Legende Sparta, absolut.
gegen den werde ich heute spielen. Und gegen CL Sturmhammer werde ich leider Offstream spielen müssen. Da passt es zeitlich leider nicht. Der ist aber auch auf Platz 1. Der hat zu viele Punkte, vielleicht gibt er mir ein paar ab. Aber das heißt, wenn man jetzt wahrscheinlich voraussieht, dass ich gegen CL Sturmhammer vielleicht nicht unbedingt einen Punkt hole, dann ist dieses Sparta-Match heute durchaus wichtig, wie es bei mir aussieht, ob ich den Dr. Alfons noch überhole. Dafür bräuchte ich einen zum Gleichziehen und zwei Punkte zum Überholen. Oder ob es dann eher in die andere Richtung von der Liga geht. Also es steht überall noch auf der Kippe. Sowohl Hovi als auch bei mir wird es noch wirklich brennend heiß. Das macht mich richtig sauer. Ich habe mich so gefreut, dass du gegen CL Sturmhammer spielst, weil der wird dich so heftig verkloppen. Es wäre mir eine Freude gewesen, das zu kommentieren. Jede Sekunde dieser Matches wird Leid für dich. Und da hätte ich so viel Spaß gehabt. Und jetzt sagst du mir, dass ich das nicht sehe? Ja, genau das sage ich dir. Also du kannst dir ja natürlich später das Replay runterladen und deine helle Freude haben, wenn du dich da mit einem Glas Nutella in die Badewanne setzt und dann nochmal schön dir anschaust, wie ich da lang gemacht werde. Kannst du gerne machen. Die sind ja alle verfügbar. Das stimmt wohl, da muss ich da ein Auge drauf haben. Aber heftig gegen Sparta, das hätten wir ja quasi bewerben können. Das ist ja ein Treffen der Giganten. Aber dann gucke ich mir Sparta an, der hat ja erst einen Punkt aus 4 Matches. Das ist ja abgrundtief schwach. Ja, diese Erwartungshaltung, ne, die da kommt. Man denkt immer, Sparta, große Community-Legende, natürlich auch Caster, hat viel gesehen. Da ist der Druck nicht immer so leicht auszuhalten. Aber mal gucken, vielleicht wird sich heute das Blatt drehen. Ich bin sehr gespannt, aber als erstes werden wir natürlich dem guten Hovi dabei zuschauen, wie er um seinen Ligaerhalt kämpft oder ob er vielleicht absinkt in Liga 5. Wie kannst du das eigentlich deinen Dota-Freunden dann sagen, dass du in Warcraft in der Liga 5 abgerutscht bist? Kannst du dich dann noch sehen lassen auf so einem Major, auf so einer Dota-LAN? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Ich erzähle denen einfach, Liga 5 ist das Höchste. Ah, okay. Gut. Wunderbar. Sehr gut. Sind nicht so smart, die Dota-Leute. Ich vorne und hinten hapert es manchmal, ja. An beiden Seiten auch gleich. Ja, ja, ja. Mal gucken, woran es bei dir dann gleich hapert. Weißt du denn, welche Rasse dein Gegner spielt? Nachtelf. Ui. Eieieiei. Ist doch in Ordnung, ist doch in Ordnung. Ja, aber ich weiß ja, wie viel Angst er vor einem Demon Hunter hat. Es sei denn, er spielt selbst einen. Kann ja auch gut sein, ne? Ja, wenn ich einen Demon Hunter habe, dann ist Free Win. Ja. Bin ich ehrlich. Ja. Okay. Absolut. Steht dein Spiel kurz bevor? Seid das ihr schon im Gange? Ah, ist schon offen? Ja, klar. Jeder ist da, nur du nicht. Wie siehst du das denn? Ich habe einfach da eingetippt, den immer bekannten Game Name. Du bist echt schlau. Man bezahlt mich hier für den Grips. Ja. Das stimmt. Der Gegner fehlt aber noch, von daher ist okay. Öffne schon mal alles. Schon mal alles aufmachen. Währenddessen mache ich mal kurze Werbeeinblendung hier für eine tolle Community-Interaction, weil die Creepcamp-Liga ist ja jetzt bald vorbei. Es geht aber bald los mit der Gym Newbie League. Das ist quasi ein Äquivalent in ein bisschen anders zur Creepcamp-Liga. Und zwar könnt ihr euch da anmelden. Dann gibt es insgesamt 6 Teams, in das ihr gedraftet werden könnt. Und diese Teams haben auch Coaches und Captains. Und dann kriegt ihr pro Woche ein Match, könnt euch mit den Coaches drauf vorbereiten. Und wenn ihr gewinnt, sammelt ihr Punkte für euer Team. Und wenn nicht, dann nicht. Und könnt so ein bisschen besser werden in Warcraft, vielleicht ein paar Kontakte knüpfen und so weiter. Die Anmeldung dafür gibt es auf warcraft-gym.com. Und es haben sich so viele Leute angemeldet, dass vielleicht die Sign-ups bald geschlossen werden müssen. Es sind nämlich 180 Leute. Wusste gar nicht, dass diese Warcraft-Community noch immer so viele Leute hat. Das ist also komplett crazy. Von daher gerne rein da, warcraft-gym.com. Vielleicht kriegen wir ja die 200 voll. Stark, würde mich freuen. Es steht kurz bevor, Hovi, sein Relegationsmatch. Es ist ein Best of Three. Das heißt, anders als sonst die Ligaspiele Best of Two sind, wird das ein Best of Three sein. Das heißt, eine Map kann man mal liegen lassen als Reinkommer. Aber dann muss es schon gut aussehen. Hovi, bist du bereit? Nee, auf gar keinen Fall. Okay, wir können dir noch ein bisschen Kraft geben. Ich drücke nochmal 5 APM von mir, gebe ich dir rüber und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Mach ihn einfach komplett kaputt. Okay, ich mute mich dann mal. Tu das. Viel Spaß.
Tschüss. Florentin, wir beide. Yes, im Janne, Dualcast. Wir beide. Ah, ist das schön. Können uns immer ins Wort fallen. Immer machen wir das. Immer ins Wort fallen können wir uns. Immer schön jedes mal, drüber. Jedes Mal, wenn der andere... Ja, dann hier Titan hast. So, also ich die bin Map ja ist heute jetzt, ne, wie der. So, und also Hovi spielt ja random, ne? Das heißt, das wir wissen nicht, der Gegner nicht. Werden wir direkt jetzt sehen, welche Rasse er hier ins Feld führt, und es ist Human. Human. Mann, da bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegt. Aber ich sag mal zur Not, ne, Pali Rifle kann ja jeder. Das kann dann auch Hovi, aber gegen Nachtelf, ob das da so gut ist, wollen wir mal schauen. Sieht nicht danach aus, und er schreibt hier GLAF again. Also, die scheinen sich ja schon mal getroffen zu haben, oder es gibt hier schon Trainingsspiele, oder man hat sich mal in der Sauna getroffen und hat sich auch da schon GLHF gewünscht und kommt jetzt dann unverfroren nochmal zusammen. Ich bin gespannt, ob die beiden sich wirklich schon kennen und ob man das merken wird. Das wäre schon funny, ne, wenn Hovi einfach vergessen hat, dass dieses Match stattgefunden hat. Weil er hat ja gesagt, der wurde da nachträglich hineingezogen und so. Ich geh mal kurz hier, wer haben wir denn da? Ne, der Pusemuckel wurde da nicht nachträglich hinzugezogen. Das gab's anscheinend schon mal. Ja, oder er hat seinen Namen geändert. Gibt's ja immer wieder in der E-Sport-Szene, dass Leute ihren Namen ändern. Sehr verwirrend dann, wo dann auch oft in-game noch der alte Name steht und so. Gibt's bei Dota auch recht oft. Und dann kann's natürlich sein, dass Pusemuckel sich hier einfach umentschieden hat. So, wir sehen den Demon Hunter. Für Hovi der absolute OP-Held in Warcraft. Das heißt, wir können hier auf ein schnelles GG hoffen. Sobald er diesen Helden sieht, wird er das Spiel beenden. Und hier der Trash-Talk ist schon im vollen Gange. Auf der Seite haben wir den Arch-Mage. Er ist im Beast-Mode. Okay, mal schauen, ob sich das bewahrheiten wird. Interessante Creep-Route hier auch von Pusemuckel, der sich für das grüne Camp entschieden hat. Und hier sehr vorsichtig spielt. Ja, der Chat wird schon heiß. Ich bin gespannt, ob die diesen Trash-Talk auch backen können. Muss mal kurz hier ein bisschen multitasken, weil ich glaube, Remus Cast ist vorbei. Yo, hab ich auch damit grad. Sind wir auch hier live. Wunderherzlich und herzlich willkommen. Ein bisschen später, aber ihr habt nicht viel verpasst mit seinem ersten Match. Hovi spielt seine Relegation gegen Pusemuckel. Hovi natürlich wieder mit Random. Pusemuckel mit Night Elf. Der Gewinner bleibt in Liga 4. Der Verlierer geht runter in Liga 5. Und später haben wir noch Florentin gegen Sparta. Ja, das wird heiß. Das wird richtig heiß. Ich freue mich. Aktuell sieht es aus, als würde Hovi versuchen, hier den Expansion Creep Camp Weg zu gehen. Holt er sich erstmal schön 5 Militia mitgenommen. Wisp detonated hier an den Schildkröten. Das könnte denen nicht egaler sein. Schildkröten haben kein Mana. Das weiß jeder, der meine Haustierschildkröte hatte. Die machen gar nichts und brauchen dafür auch kein Mana. Kein Mana braucht auch Ancient of War, der hier alleine creept, während der Demon Hunter harassed. Mit, er hat noch nichts geskillt. Noch nicht, ne? Das hält er sich noch offen, was er da nimmt. Bist vielleicht auch nicht so ganz entscheidungsfreudig, der gute Pusemuckel. Er kommt auch nicht in die Base rein, leider. Nö, da kann er gar nichts machen. Das ist ein bisschen wasted time hier, muss ich sagen. Aber es gibt übrigens eine Ausnahme zu deiner Schildkrötenaussage von gerade eben. Muss ich da mal kurz korrigieren. Es gibt eine Drachenschildkröte. Ja. Und die kann Crushing Wave. Und dafür braucht sie Mana. Okay, alles klar, dann nehme ich alles zurück, möchte mich bei allen Schildkröten im Chat hier entschuldigen. Und mittlerweile, der Demon Hunter hat Erfahrungspunkte bekommen. Ah ja, genau, durch seine Archer, die ja unten gecreept haben. Und jetzt hat er immer noch keinen Spell gewählt. Er möchte jetzt hier die Expansion hier bedrohen. Allerdings schon 2 Wasserelementare, einer ist schon wieder ausgelaufen. Und jetzt hier mit Emulation. Macht er einiges an Schaden. So sieht's aus, der gute Pusemuckel. Das hat er auf jeden Fall schon mal gemacht. Aber Hovi hält seinen alten Mann auf dem Pferd da schön weit hinten. Der hat nicht viel Damage gefarmt. Und die Footmen verteidigen den Demon Hunter ganz gut. Also, ich habe hier wenig zu beklagen. Und auch, dass er hier direkt Expansion spielt, wundert mich ein bisschen. Ich hätte jetzt hier so One-Base-Rifles getippt oder Rifle-Paladin und so simple Starter-Strategien. Das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Er spielt hier einfach eine Echse, was schon ein bisschen anspruchsvoller ist, würde ich sagen. Aber keine Probleme bisher. Ja, Emulation macht jetzt einiges an Schaden, aber Hovi hat den Footman gut unter Kontrolle. Und da muss man immer aufpassen, dass Emulation nicht läuft, ohne dass es Schaden macht, weil das kostet sekündlich Mana. Hat sich jetzt auch den Circle gekauft. Der könnte jetzt der Unterschied gewesen sein, ob er diesen Footman noch kriegt oder nicht. Er läuft hinterher, dürfte schneller sein und der letzte Streich streckt ihn nieder. Mit einer Kleve. Janis, wäre die Kleve eine Waffe deiner Wahl, wenn
du zur Waffe greifen müsstest? Ja, das ist natürlich, ich bin nicht für einen Kampf gemacht, das sage ich dir schon mal. Und eine Glaive ist, glaube ich, zu schwer. Dann muss man die auch die ganze Zeit tragen. Das stimmt, ja. Das ist auch für mich das Problem bei so, so Box-Weltmeister. Die haben ja so einen Gürtel als Trophäe. Mhm. Die müssen die ja immer mitnehmen. Die sind sackschwer. Ja, ja. Deswegen habe ich meine Boxkarriere auf Eis gelegt. Das stimmt. Vielleicht wird dieser Demon Hunter seine Karriere auch bald auf Eis legen, wenn hier dieser Scout Tower hochgezogen wird. Aktuell hat er noch ein bisschen Zeit. Der eine Footman verteidigt hier tapfer alleine seine Kollegen, aber irgendwie kann Pusemuckel hier nicht so richtig committen. Währenddessen werden hier einige Archer gefunden, die in Shadowmeld gehen, aber nicht rechtzeitig. Und Hovi schafft es, hier ein paar Archer rauszunehmen. Will natürlich Stress machen, um seine Expansion zu decken. Scout Tower steht mittlerweile. Beziehungsweise Arcane Tower. Und jetzt tauschen die sich ab. Der Demon Hunter zieht sich zurück und die Archer machen sich auf den Weg und könnten hier vielleicht sogar einen zweiten Helden anwerben, wenn wir zwei Ancient of Lore sehen. Ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Ne? Ich habe auf die Ressourcen geguckt und dann stand da so 40 bei Hovi und dann dachte ich, oh oh, das mit dem Tech, das wird aber dann noch dauern. Dann gucke ich ein bisschen weiter nach oben, links und sehe, ja, der taggt ja schon. Mhm. Und das vor der 6-Minuten-Marke, so bei 5:30 oder so, das ist sehr, sehr, sehr clean, was Hovi hier so runterspielt. Und auch, dass er das dabei hat. Sehr, sehr schön. Da merkt man natürlich den Dota-Routinier, wo man auch dieses Item immer gern dabei haben möchte. Jetzt haben wir auch einen Panda als zweiten Helden. Holt sich hier noch den Last Hit auf den Archmage. Und ist natürlich jetzt gar nicht so schlecht gegen die ganzen Footmen hier. Und der Archmage kriegt jetzt einiges an Damage ab. Allerdings Emulation die ganze Zeit nicht an. Hätte hier viel mehr Damage machen können. Hat auch volles Mana, der Demon Hunter. Aber er hat den Knopf nicht gedrückt. Da der Dota-Spieler seinen Helden vergessen kurz. Nee, Busemuckel. Ja, aber der, ja gut. Hovi hat auch einiges kassiert. Hat auch kein Arcane Vault. Und mal gucken, ob Pusemuckel jetzt hier weiter Stress macht. Denn dieser Archmage, Maneth Mage Slinger, Singer, kommt nicht gut weg. Aber er hat Boots. Das ist seine große. Und jetzt der Breath of Fire auf die lange Reichweite mit 9 HP und da geht er down. Kein Shop zu Hause. Kein Trank im Kühlschrank. Das tut weh. Und auch kein Turm in der eigenen Expansion. Das wird hart bestraft hier von Pusemuckel, der hier so viel AOE-Damage hat mit Emulation und Breath of Fire. Aber, oh, 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 Surround! Surround! Ist das eine gute Idee, Demon Hunter mit Emulation zu surrounden? Weiß ich nicht. Da kommt der Panda nochmal rein, er kann kein Fire mehr spitten, hat keinen Mana mehr. Aber ja, das tat weh, lieber Hovi. Da haben wir ihn gelobt, ne? Was haben wir ihn gelobt? Und dann eine Sekunde später sieht das Ganze so aus. Die Economy nur noch in Stücken, die ganze Build-Order nicht vorhanden. Hier sind noch ein Pässen am Idlen. Die Expansion, da hat er die Tower gebaut, ne? Aber in der Main, da hat es an allem gefehlt, wie du schon schön rausgestellt hast. Und das sind so kleine Fehler, die das Momentum bei Warcraft 3 komplett auf den Kopf stellen können. Aber Hovi lernt aus seinen Fehlern. Er hat sich gesagt, okay, da habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben, den Turm auszulassen. Und es baut er ihn einfach nach. Archmage kommt auch wieder zurück. Und währenddessen gibt ihm Pusemuckli noch ein bisschen Zeit. Der will ja unbedingt die Bären haben. Das dauert natürlich eine ganze Weile, bis man da taggt. Ah, weiß ich gar nicht, ob die Bären will. Aktuell hat er hier die Dryads, mit denen er sich zufrieden gibt. Und zweiter Held, den Alchemist hier für Hovi. So, und aktuell hat er wenig gegen die Dryads. Da müssen jetzt die Riflemen kommen. Die Schmiede ist fertig. Die Frage ist, hat er genug, sobald der Angriff kommt. Dispel Magic natürlich auch sehr stark hier gegen die Wasserelementare. Und es könnte ein unschönes Timing werden für Hovi, denn der hat gerade einen dicken Creep angefangen. Oh oh, das da oben beim Laboratory. Alchemist als Wahl gefällt mir ganz gut. Viel Heilung gegen viel AOE-Schaden. Das macht natürlich viel Sinn. Aber auf der anderen Seite gehen wir rein in die Expansion. Und da macht der Demon Hunter, was der Demon Hunter am besten kann. Und zwar viel, viel, viel Damage. Die Arcane Tower machen einen feinen Job hier. Die Mana-Bars sind komplett leer. Genauso wie die Mine. Zumindest von Arbeitern. Gold ist noch da. Und jetzt ist der Archmage wieder da, aber der Demon Hunter auch Level 3. So, mal gucken, was er hier noch aufhalten kann. Der Panda könnte hier in Gefahr sein, aber Hovi hat hier natürlich überhaupt keinen Burst. Jetzt der Wasserelementar wird beschworen. Könnte direkt dispelled werden. Sofort dispelled. Sehr schön gemacht. Jetzt kommen die ganzen Footmen angetappelt hier und die Dryads, die halten auch nicht so viel aus, blocken sich hier gegenseitig so ein bisschen. Die sind eigentlich eher gut, wenn andere vor ihnen wegrennen. Und Hovi verteidigt zumindest seine Expansion, auch wenn es natürlich einige Peasants gekostet hat. Aber Pusemuckel expandiert auch. Und jetzt kommen immer mehr Rifles und jetzt ist die Frage, steigt Pusemuckel auf Bären um? Ja,
muss er, ne? Da ist der Tech schon halb im Gange, da ist das Adept Training schon am Start. Die Bären muss man ehren, sagt man ja im deutschsprachigen WC3-Raum. Und das wird er auch tun, unter anderem auch den Panda-Bären, den will er auf Level 3 kriegen. Das sollte doch eine relativ hohe Priorität sein, damit der Damage dann auch durchgeht. Und der Hovi, ne? Vielleicht ist er so ein Schlingel, der sich dann auch mal irgendwie zurückkämpft. Da ist auf jeden Fall Potenzial, sage ich. Ja, er hat natürlich mit Rifle Priest eine, sagen wir mal, recht große Armee, was die Anzahl angeht, ne? Da hat natürlich Pusemuckel mit Emulation und Breath of Fire gute Karten. Vielleicht wäre ein Spellbreaker hier auch noch eine gute Möglichkeit, aber dazu fällt mir aktuell kein Reim ein. Aber er hat sich einen Schredder geholt, der hier gerade sich durchschreddert durch den Baum. Hat also economy-technisch noch die Nase vorne, aber nicht mehr lange. Und ja, Pusemuckel, ich glaube, wenn der Panda Level 3 erreicht hat und die Bären da sind, dann könnte das ein heftiger Angriff werden. Oder meinst du, er greift nicht an, weil er selber eine Expansion hat? Ja, ich denke, der braucht noch ein bisschen Zeit, ne? Der braucht noch das Master Upgrade, der braucht noch die Orbs. Und Hovi, der hat 1000 Gold, 300 Holz. Möchte noch die ein oder andere Farm, aber die ist auch gleich fertig. Panda, Panda! Level 8 ist am Start. Und das Riju ist auch am Start. Sehr schön gerettet auf das Messerschneide hier. Und Hovi will aber auch nicht angreifen, weil der denkt sich, Tier 3, da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Das hole ich mir auch. Aber ich muss sagen, der Alchemist ist eine sehr gute Wahl hier. Weil, wie gesagt, viel AOE auf der Seite von Pusemuckel. Und natürlich die AOE-Heilung von Alchemist. Wunderbar, da dagegen zu sein. Ich bin mal gespannt, ob er auch Level 2 Healspray skillt, wenn er auf Level 3 ankommt. Das sollte bald der Fall sein. Denn das ist gar nicht schlecht. Und in der Zwischenzeit das ist richtig gut. Priest. Sorgs kommen noch dazu. Für ihn auch gut. Sehr gut gegen Bären. Da macht er auf jeden Fall viel richtig, der Hobi. Ja, Puse hat natürlich auch Dispel, aber da muss er gucken, wie viel davon von dem Mana will er ausgeben für die Wasserelementare, wie viel für Slow. Und Hobi ist es Level 3. Potion of Invulnerability, super Item, das er hier bekommen hat. Und hält den Skillpunkt auf Alchemist noch zurück. Gucken, was es werden wird. Währenddessen Pusemuckel komplett in seiner eigenen Base zurück. Orb of Venom gekauft, Staff gekauft, erstmal schön T3 einkaufen gegangen, Shopping. Und der Panda heilt sich hoch mit einem Wand of Mana Stealing. Und ja, der Demon Hunter hat Evasion geskillt, hat also keinen Mana Burn. Und jetzt könnte es hier zum Creep Check kommen. Hobi natürlich einiges an Damage jetzt mittlerweile mit einigen Riflemen dabei. Zwei Heal Scrolls haben wir auch. Also noch mehr Heilung als sowieso schon da ist. Für Hobi ist der Fight noch ein bisschen zu früh. Der hat gerade investiert. Aber vielleicht kann er ein bisschen traden, weil da sind noch einige Footmen am Start. Leider ohne Defense, sonst wären die sehr gut gegen Archer und Dryaden. Aber das konnte er sich dann doch nicht mehr leisten. Ein Bär ungemorpht, direkt umrundet. Panda spittet wieder und haut da schön sein Breath of Fire in die Caster-Armee. Aber wie du gesagt hast, der Alchemist ist am Start für die Heilung. Ja, sieht gut aus. Er hat sich zwar für Level 2 Acid Spray, nee, das heißt Acid Bomb, entschieden. Konnte damit einiges an Damage machen hier mit den ganzen Riflemen, die auf die Bären geschossen haben. Und ja, der Demon Hunter konnte nicht so die perfekte Connection finden. Also guter Kampf hier für Hovi. Pusemuckel stark angeschlagen und Hovi kriegt T3. Und er hat hier ja zwei Griffin Aviaries bereit. Er hat sie bereit, ne? Die sind bereit gemarkt. Er hat die Griffins bereit. Er ist bereit, hier rüber zu fliegen und den Sieg zu holen. Dann hat er natürlich mit die Magic Damage, Gross and Damage Potenzialen hier gegen die Bären, die natürlich hier schwere Rüstung haben. Und gegen die Helden natürlich auch. Schwere Rüstung, ne? Das ist gemein. Sie müssen heilen. Sie müssen schreien. Sie müssen tanken. Und da müssen sie auch noch carryen. Die Bären, die haben ein hartes Los in ihrem Leben getroffen. So viel deren Arbeit. Keine Items hier gekauft am Marketplace. Och, Mensch. Das ist doch. Vielleicht waren die Angebote gerade nicht gut. Vielleicht war das Zeug da in den Regalen auch schon ein bisschen angeschimmelt. Vielleicht war auf den Flaschen da schon Staub drauf. Das will ja keiner. Und Holz mangelt so wie nicht. Der Shredder leistet gute Arbeit. Und ja, die Armeen werden größer. Stormhammers werden hier auch in Auftrag geben. Und wieder ist Hovi ein kleines bisschen früher mit dem Creep hier am Granite Golem. Aber Pusemuckel taucht auf. Dispelt hier erstmal den Wasserelementar. Jetzt kommt er von der Seite rein. Creeps leben noch. Oh oh. Und dem Archmage geht's auch nicht so gut. Der hat noch ein TP. Nimmt er jetzt auch. Wie viele Kills kann hier Pusi noch wegnehmen?
keinen mehr, aber er hat vielleicht die Griffins gesehen und dann muss er jetzt reagieren, weil alles, was er an Anti-Air hat, ist der Demon Hunter, ein paar Dryaden und die Archer. Die Bären sehen da nicht so gut aus. Aber gemeine Idee, gemeine Armee von Hovi jetzt natürlich mit Rifleman und Griffin. Wie will man das countern? Dryads gegen Rifleman? Aber Dryads sind natürlich super gut gegen die Griffins. Was macht man da? Ja, das ist die große Frage. Man könnte natürlich auch auf Talents gehen. Die sind sehr gut gegen Griffins, aber die haben dasselbe Problem. Da stehen dann halt Riflemen, ne? Und knallen die aus der Luft. Weiß nicht, wer so eine nette Krähe angreifen würde. Ich könnte es nicht. Aber die Rifles kennen da nichts. Huse kauft sich jetzt eine Aura hier auf dem Marketplace. Lionhorn of Stormwind. So machst du immer, wenn man das Lionhorn findet. Klar. Und der dritte Creepjack in diesem Spiel, als ob diese Leute wüssten, in welcher Sendung sie hier sind. Das dritte Mal und der Wasserelementar wird direkt wieder hier dispelled. Aber jetzt sehen wir hier auch den Damage der Griffins, die die Bären einfach komplett auseinandernehmen. Hier, der Bär hat's schwer. Das ist nicht gut. Die Rifle allerdings auch. Und einfach draufklicken, ne? Manchmal hat man so viel Damage, da muss man einfach nur auf Sachen klicken und sie verschwinden. Hovi, ein kleiner Magier in diesem Fight. Und ich glaube, der Demon Hunter hat umgeskillt auf Mana Burn. Yes. Und bringt ihr auch nichts. Nein! Wo kam denn da der Stun her? Vom Mountain King. Es gibt einen Mountain King in diesem Spiel? Er ist klein, aber er hat ganz viel Impact. Denn hier kommt der nächste Stormbolt. Und damit sind beide Helden tot. Das ist natürlich bitter. 23 zu bei 1600 Gold bei Puse Muckel. Das ist natürlich, also er könnte jetzt zur Taverne gehen und sich da die Helden vielleicht wiederholen, aber was dann? Was dann? Die Armee von Hovi ist so groß, der kann sich leisten, die Footmen einfach zurückzulassen. Er hat Ritter, er hat Riflemen, er hat Griffins und ganz starke Helden. Den Archmage, der kann sich mal eine Pause gönnen, das passt schon. 2 zu 1 Trade immer noch geholt. Aber schön. Schön, dass du überrascht warst, ob des Mountain Kings. Ja. Dann wundere ich mich auch nicht, dass ihr in der Dota-Liga heftig auf den Sack bekommen habt, ja, wenn du die Helden nicht siehst. Das stimmt. Was Hovi vielleicht nicht sieht, sind die beiden Expansions, die Pusemuckel jetzt in Auftrag gegeben hat. Er will sein Geld auf jeden Fall ausgeben und denkt sich, ja, wenn ich das Spiel gewinne, dann vielleicht auf lange, lange Zeit, wenn ich jetzt gerade noch verteidige. Ich bin sehr gespannt, ob das läuft oder nicht. Weitere Griffins kommen hier. Doppeltes Attack-Upgrade hier auch. Währenddessen hier der Demon Hunter in der Expansion will hier parallel noch ein bisschen Damage machen. Aber ich glaube, Hovi muss gar keine Einheiten mehr bauen, um zu gewinnen. Der hat genug. Das denke ich auch. Und die Helden sehen ebenfalls stark aus. Hier schön Level 3 Brillanz-Aura auch, weil er weiß, die Water Elementals werden wahrscheinlich sowieso gedispelt. Und bei Pusemuckel, da sieht man schon, es ist ihm wichtig. Er will jede Chance nutzen. Wie gesagt, mit 1600 Gold dann aufgeben, fühlt sich schlecht an. Aber, also, Hovis Armee sieht so ein bisschen aus wie so ein Hitchcock-Klassiker, die Vögel. Mhm. Ja, und wir wissen alle, wie der Film ausgegangen ist. Ganz, ganz schlecht für die Nachtelfen. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Also, kein Plan. Schau dir mal an, der ist nicht schlecht. So alt, der ist aber 4 zu 3 und so. Ach, gut, die besten Filme sind 4 zu 3. Ist das so? Auf jeden Fall. Aber Herr der Ringe ist noch 16 zu 9. Ja, gut, aber es gibt ja auch noch andere Filme als Herr der Ringe. Ne? So, Ancient Protector gebaut. Pusemuckel will sie jetzt komplett hier einbunkern. Aber sein Held ist auf der anderen Map-Seite und der Brewmaster wird wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen hier. Es könnte zumindest knapp werden, aber nein. So viel Damage und der Turm fällt einfach durch den Stormhammers Damage mal so nebenbei einfach. Und diese Bären haben einfach keine Freude mehr in ihrem bärigen Leben. Und hier wird alles aufgeräumt. Das war's. Ich denke auch, da kann Pusi hier noch drin bleiben, wie er will. Es geht hier nur noch darum, so schnell es geht, diese Nachtelf-Gebäude zu zerstören. Und Hovi, absolutes Phänomen. So gut das Early Game gespielt, dann komplett reingeschissen, weil er kurz den Shop verloren hat. Und dann einfach wieder aufgeholt. So, der hat ja keine Nerven anscheinend. Er hat gesagt, er ist nervös und so, aber es hat ihn gar nicht interessiert, dass er da mal kurz eine gewischt bekommen hat im Midgame. Ja, Pusemuckel entscheidet sich hier im Spiel zu bleiben. Expansion wurde gefunden. Zweite auch bald. Was ist denn eigentlich aus dem Demon Hunter geworden? Der ist wieder da. Ah, der ist wieder da.
Na klar, der macht ja noch Weltreise. Wie heißt, das ist doch bei Handwerkern so, ne? Wenn die von die zu Hause Walz. Weggehen und dann... So, das macht er. Er war lange, lange, lange Zeit nicht zu Hause. Er klopft bei fremden Leuten an die Tür. Hallo, ich bin der Handwerker. Darf ich hier was für Sie tun und dann hier nächtigen? Aber Hobi hat da keinen Bock drauf. Aber ich finde gut, dass er seine Wut auf Türme noch rauslässt und hier zumindest noch mal als Zeichen noch mal ein Arcane Tower hier in Hobis Base zerstört. Ja, jetzt dann noch der Balance Talk, ne? Der Demon Hunter ist einfach... Ach so, das hat Hobi geschrieben. Oh, weia. Demon Hunter einfach zu weak. Ja, der Trash Talk war schon am Anfang des Spiels am Start. Und Sparta, nicht die Montage. Wir meinen das, wenn der 3 Monate weggeht, du Pfeife. Sparta, wieder keine Ahnung von nix, ne? Du hast sofort gewusst, was ich meine. So, was ist hier los, Pusemuckel, Freunde? Wir haben hier ein Best of 3, ne? Wir haben Best of 3. Aber das ist ja egal, wenn es 2-0 ist. Dann bleibt es ja bei derselben Anzahl Games. Und sonst so? Ach ja, naja, muss ja, ne? Muss ja. Morgen, wo sind denn alle? Bei Rocket Beans TV. Wir verstecken uns. Oh! Musst es du wieder suchen? Gesucht. Ich suche, ja. Ich darf das mal suchen. Und warum bist du immer der Sucher? Warst du nicht letztes Mal schon der Sucher? Ja, ich habe sehr, sehr feine Augen. Sehr, sehr klein, aber fein. Ganz präzise. Wie so ein Laser. Würdest du dir bei Rocket Beans mehr helfen, wenn du gut siehst oder gut riechst? Tatsächlich gut riechen, ja, das stimmt. Ja, ne? Das, ich denke schon, bei dem Laden denke ich auch. Bäume können brennen. Verstecke sind so gut. Das kann man eigentlich nicht sehen. So. Weißt du, da sind schon... GG, da holt er das Ding. Sehr, sehr schön. Glückwunsch. 1-0 für Hovi. Best of 3 allerdings. Das lief ganz gut für ihn. Hat er schön gemacht. Expansion früh. Schön Demon Hunter ausmanövriert, hier ausjongliert, nie wirklich rangelassen. Und dann schön mit dem Alchemist, gute Wahl gegen den ganzen AOE-Damage, wieder schön rausgeheilt. Ja, Hovi, sag du doch mal was dazu. Ja, we did it. Ja, ja. Das stimmt. Glückwunsch. Aus, ne? Ist ihm so, ja. Ist halt so. Also, kenne ich ja von mir. Mache ich ja immer so. Ich kann gerade gar nicht reden. Mein Puls ist auf 180 und voll aufgeregt. Hast du dir ein paar bisschen Sorgen gemacht, als du im Midgame du ein bisschen auf die Schnauze gekriegt hast? Nee. Stark. Sehr gut. Sehr gut. Das ist stark. Ja, den Kampf in der Mitte hast du so hart gewonnen mit Acid Bomb Level 2. Da hast du ihm echt alles weggeballert und dann natürlich die Greifen so. Da ging dann nichts mehr. Einfach ich hatte bei der Mitte-Fight habe ich auch bei dem Shop Doppel Heal Scroll gekauft. Und er hatte einfach nicht genug Damage. Nice. Ja. Schön. Bin stolz auf mich. Ich bin stolz schön, auf nice, mich. Ey, sehr schön. Wir haben dich auch übelst gelobt, so im Early Game. Dann ging der Fight an ihn und dann haben wir gesagt, das mit dem Loben lassen wir jetzt erstmal. Aber das war schon stark. So, jetzt hol das Ding nach Hause hier. Okay. Für uns, für die Sendung. Ihn. Auf geht's. Los geht's. Kalte Finger. So, in der Zwischenzeit banne ich hier mal ein paar Maps. Doomstalker sehen wir jetzt mal. Ganz interessant, ist die neueste, glaube ich. Oder sehr neu auf jeden Fall. Und bin ich gespannt. Hovi ja noch nicht so lange dabei. Und kann man natürlich einerseits sagen, okay, dann kennt ihr die Maps nicht. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich keine Unterscheidung aus neuer Map, alter Map, sondern er hat die alle mehr oder weniger gleichermaßen gelernt. Also vielleicht ist das für ihn gar keine neue Map, weil alle relativ neu sind. Und jetzt sehen wir hier ein Mirror-Match. Eieiei, das wollen wir natürlich eigentlich nicht sehen. Aber Nachtelf Mirror, da kann er ja dann Demon Hunter spielen, ne? Das mag er ja gerne. Ja, und Pusemuckel hier, kein Altar, wie geht das denn? Was ist das denn für eine verrückte, wilde Bildorder, die Pusemuckel hier aufbaut? Ja, vielleicht hat er ein bisschen Inspiration von dir und spielt eine feine Dark Ranger. Ja. Das wollen wir mal sehen. Fände ich nicht schlecht. Da muss Hovi gucken, wie man das Ganze countert. Mal schauen, ob Hovi jetzt seinen Lieblingshelden hier den Demon Hunter selber rausholt. Jetzt sieht hier auch Pusemuckel, aha, es wird das Mirror Match. Und Hovi will sich hier auf jeden Fall einen nicht allzu kleinen Creep-Spot hier sichern mit einem Furbolg und 2 Geomancer. Und das ist gar nicht mal so einfach. Normalerweise startet man am Laboratory
Aber geht das? Ja, das müsste gehen, ne? Das sind ja nur zwei Kobolde und ein Fuhrburg. Ja, soll, ich würde einen Mist mitnehmen zum Reparieren zur Sicherheit, aber an sich geht das schon. Würdest du das? Ja, immer? Nee, ja, nicht immer, aber nicht? So bei einer Map, die ich nicht so gut kenne, auf jeden Fall. Wir sind natürlich jetzt vor allem gespannt, in welche Richtung es bei Pusemuckel geht. Denn der hat den späten Altar. Das macht man, wenn man sich einen Tavernenheld kauft. Auf Gloomstalker sind natürlich die Tavernen, wissen's. Hier, rechts und links, zwei Tavernen. Pusemuckel entscheidet sich für die rechte. Ob das eine gute Idee war, ob er da den richtigen Helden findet. Rechts ist selten gut. Von daher ist es von ihm aus aber ja links. Wirklich? Funktioniert das so? Der guckt ja von oben nach unten, ne? Da muss man in Blickrichtung ist das links. Mhm, okay, gut, alles klar. Bei Hovi schauen wir mal, ob das klappt. Oh, zwei Archer sogar vor dem Creep. Interessant. Okay. Wird da ein bisschen hinten dran sein, was das angeht. Und die Taverne ist ja gar nicht so weit weg von dem Creepspot, ne? Nee. Oh, das könnte natürlich interessant sein. Scouts werden hier jeweils angegriffen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wird. Ich könnte mir einen Beastmaster vorstellen oder auch einen Firelord. Oder eben die Dark Ranger. Ja, ich glaube, der Pusi, der hat hier den Moonwell ein bisschen vergessen. Von daher großes Delay auf dem Tavernenheld. Oh nein! Er baut. Das kann nicht. Der baut ihn noch nicht mal. Ach du meinst. Doch, ist gerade fertig geworden jetzt. Und jetzt kommt der Alchemist. Alchemist gegen Demon Hunter. Okay, meinst vielleicht das? Will er jetzt das gleiche machen wie Hovi vorhin und sagt, okay, Emulation, da hilft Healing Spray. Er hat jetzt allerdings die Acid Bomb. Creept er mit gleich. Ja, mal gucken, wie das läuft. Ich bin sehr gespannt, was das, also ich hoffe, da ist eine große Idee hinter und er hat das schon mal gemacht. Ich hoffe auch, er hat sich nicht verklickt. Das wäre doof. Ja, also ich bin sehr verwirrt, Florentin. Ich weiß nicht, was das soll, so richtig. So, Hovi hier relativ riskanter Creep. A macht genug Damage mit Emulation und holt sich hier die Scroll of the Beast. Kassiert aber einiges an Damage hier, muss man tatsächlich sagen. Moonwell wird gebaut. Zweiter Moonwell obendrauf. Tree of Life im Attack. Und ich weiß gar nicht, ob Hovi schon mitbekommen hat, dass es hier gegen den Resinapalm geht, der einen Ring of Superiority nimmt und natürlich die Fähigkeiten des Alchemist ausnutzt und sofort mal einen fliegenden Critter tötet. Das finde ich konsequent, zu sagen, okay, ich habe hier den einzigen Nahkampfhelden, der auch Air-Units angreifen kann. Da hat natürlich so eine Möwe keine lange Lebensaussichten. Nö, das ist auch gemein. Er hat ja auch sehr, sehr... Oh, ich habe Angst um diesen Alchemist. Er hat ja auch sehr viele Vögel gesehen am ersten Game, dass man da ein bisschen Wut entwickelt. Das verstehe ich schon. Da gehören die Vögel auch einfach mal auseinandergenommen. Guter Punkt. Hier, frühe Expansion. Also ein bisschen die umgekehrte Dynamik, als wir es gerade gesehen haben. Und Chemical Rage auf Level 2 mit dem Ring of Regeneration. Interessante Wahl. Wenn er jetzt noch Rüstung findet, dann hat er hier auf jeden Fall einen sehr tanky Helden. Weil der Alchemist ja ohnehin schon relativ viel HP hat. Ja, währenddessen die Archer gehen hier schon das nächste Creep Camp an. Ist das denn die normale Expansion auf Gloomstalker? Wahrscheinlich schon, oder? Yes, die ist ungefähr so vergleichbar mit der auf Concealed Hill. Also gar nicht so einfach, auch gar nicht so dicht dran. Wobei auf Gloomstalker ist noch relativ wenig normal, weil es so selten gespielt wird. Aber ja. So weit, so gut. Aber Hovi, der hat einen guten Riecher. Vielleicht solltest du den morgen beim Suchspiel da mit einladen. Hm, ja. Könnte die Armee hier finden. Der Chemical Rage Alchemist auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. Ja, mal gucken, ob die Archer hier ihr blaues Wunder gleich erleben wird in Form dieses Demon Hunters. Der haut hier erstmal auf die Hunters Hall drauf, die aber gerade fertig wird. Und jetzt treffen sich die Armeen hier so ein bisschen merkwürdig in der Mitte. Wir haben ja auch einen Naga von Hovi, der will hier direkt ziemlich viel Druck machen und eine Archer fällt dem kalten Pfeil erstmal direkt zum Opfer, aber Emulation wärmt ja. Das ist richtig. Ein Wechselbad der Gefühle, der Temperaturgefühle. Das Thermometer geht hoch und runter, links und rechts, aber die Archer, ne, die kennen nur eine Richtung und das ist down. Ja, aber Acid Spray leistet hier ganz gute Arbeit und jetzt ist es Acid Spray Level 2, aber einiges an Damage hier auf dem Alchemist. Da der Step versucht, hier noch rauszukommen, kann er TP noch drücken? Nein, er stirbt einfach. Und das ist bitter, denn jetzt hat Hovi zwei Helden und Pusemuckel keinen.
Da sollte man doch mal ausgleichende Gerechtigkeit walten lassen und einen Helden einfach rübergeben, aber ich glaube, das wird auch nicht mehr viel helfen. Also Pusemuckel komplett von der Rolle. Vielleicht die Nerven hier in der Sendung zu spielen, vielleicht ein schlechter Tag. Er hat gesagt, kalte Finger, dann kommt noch eine Naga dazu. Und also das war schon in Ansätzen komisch, was er hier spielt. Er wird sich was dabei gedacht haben oder er ist ein bisschen getriggert, weil auf Map 1 sah ja alles sehr gut aus. So, Alchemist ist zurückgekommen. Heilt sich hier nochmal hoch, aber Mana Burn tut natürlich total weh hier. Und obwohl Huvi den Emulation so liebt auf dem Demon Hunter, ist es dann doch der Mana Burn, der hier gute Dienste leistet. Aber Chemical Rage auf den Naga, sehr schnell, kann hier noch was übergeben werden. Nein, er bringt... Denied! Na klar, da kommt der Dota-Spieler raus, ist doch logisch. Wow, da hat er einfach mal seinen Helden denied. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wäre natürlich besser, wenn der Held gelebt hätte. Gut, das stimmt natürlich. Und beide hier, also Dota ist ein gutes Stichwort, denn keiner von den beiden hat hier eine Armee. Aber Pusemuckel, der hat eine Expansion. Yo, das wird auf jeden Fall ein kleines Problem für Hovi, wenn er da nicht zügig was gegen tut. Es gibt auch nur Tier 2 Units gerade, braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Holz, um den Tier 3 anzustoßen. Und dann wird es bei Hovi auf Bären gehen. Und Tier 2 sehen wir bei Pusemuckel auch. Aber also spielt der denn Solo-Alchemist jetzt? Naja, ich meine, Transmute ist ein guter Spell. Da kann man natürlich auch mal gerade so ein paar Bären verkaufen. Gar nicht so schlecht. Und jetzt kommt er hier auch in der Mitte beim Demon Hunter an. Und mit Boots ist er auch ein gutes Stück schneller in Chemical Rage und will hier einfach mit Stutter Step den Demon Hunter rausnehmen. Aber die Naga hilft hier mit Eispfeilen. Und das sieht nicht gut aus. Er hat noch ein TP, aber er wird hier einfach an der Nase rumgeführt von Hovi. Der tanzt hier den der tanzt nach Jerusalem, aber letzter Treffer. Meine Herren, ey. Hovi spielt hier auch mit dem Feuer nicht schlecht. Ich glaube, wenn er hier einmal Emulation angedrückt hätte, wäre der auch gestorben, der Alchemist. Wahrscheinlich. Oh ja, das ist natürlich auch, willst du dich wirklich mit einem Dota-Spieler im 1 gegen 2 Heldenbattle anlegen? Ja. Das ist für mich ein bisschen, you know, fragwürdige strategische Entscheidung. Aber Hovi, ne? Ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt. Und ich sag das wieder. Wenn der Mann die Finger an den Demon Hunter kriegt, das ist eine wahre Freude. Das ist eine Wonne. Ich möchte nichts anderes mehr sehen in meinem Leben, als Hovi, der einen Demon Hunter spielt. Ja. Auf jeden Fall. Dem entgegen steht eigentlich nur die reine Finanzkraft von Pusemuckel, der die Expansion am Laufen hat. Aber was baut er damit? 40 Holz hat er aktuell, 2 Ancient of Lore. Da kann nicht wirklich richtig viel produziert werden. Dryad geht jetzt in Auftrag, er produziert noch ein paar Wisps hinterher. Er braucht dringend, dringend, dringend mehr Holz. Denn Hovi findet die Expansion. So ist es. Nieder mit dem Kapital, wird er sich denken. Das ist schon eine sehr, sehr goldene Strategie vom Pusemuckel mit Expansion, mit vielleicht Transmute. Aber Hovi stemmt sich dagegen. Und es ist mal wieder das gute alte Holzproblem. Ne? Das ist wahrlich faszinierend, wie die Leute ihre Augen nur auf dem Gold haben, aber die Natur dann komplett vernachlässigen. Ja. Hovi verliert einen Archer hier an den Ancient of War und da kann auch ein bisschen repariert werden. Währenddessen wird Nature's Blessing hier erforscht. Mal gucken, ob das überhaupt noch fertig wird, bevor der Baum hier kaputt gemacht wird. Ancient of War wurzelt jetzt auch aus und da wird einiges repariert hier gerade. Aber Emulation macht einiges an Damage. Da muss Pusemuckel hier gut micron. Aber er kriegt zumindest Nature's Blessing noch durch. Aber ob ihm das wirklich weiterhilft, ist natürlich dann die Frage. Oh, ein Fork Lightning macht so viel Damage. Jo, und diese Echse wird dann wohl in den Komposthaufen wandern. Hat sich ausbezahlt. Und weiterhin bleibt das Problem mit dem Holz. Ne? Bau doch ein paar Wisps, mein Junge, bau doch. Er hat nur 5 am Holz, das kostet natürlich. Und jetzt ist der Alchemist immer wieder da. Schwing einfach von einer Seite der Map zur anderen in 2 Sekunden, dann Chemical Rage. Ja. Ja, findet noch einige Kills hier auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht, aber die Expansion... ist das natürlich nicht wert. Und die ganzen Wisps, die er verloren hat. Ich glaube, da waren noch 3 am Holz plus die 5 in der Mine. 8 Wisps tut vor allem jetzt natürlich super weh, wo man die auch gerne am Holz sehen würden. Und Pusemuckel hier mit 28 Supply. Und Hovi, ja, T3, Bären, Upgrade gleich durch. Was soll denn man aufhalten? Ja,
wahrscheinlich der Alchemist, aber der ist noch nicht mal ansatzweise auf dem Carry-Level. Mit Level 6, klar, kein Problem, verkauft doch einfach alles. Nie fighten, immer nur Transmute, aber davon da können wir also bis dahin ist 19 Uhr, bis wir da sind. Niedrigere Level als der Demon Hunter, das ist schon wirklich bitter auf einem Single Hero. Das sollte überhaupt nicht so sein. Ja. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt, ist die große Frage. Ja, Hovi hat gleich Bären. Hat dann auf jeden Fall einen Power Spike. Und dann schauen wir mal. An sich sind Riots gegen Bären nicht so schlecht. Aber da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, dass man die vernünftig kontrolliert bekommt. Riots sind ja auch immun gegen den ganzen Quatsch, den die Helden von Hovi da zu bieten haben. Also vielleicht mit einem guten Kampf mal schauen. Level 4 jetzt hier. Ah, Acid Bomb auf so ziemlich alles, aber der Alchemist ist hier erstmal surrounded. Kommt hier nochmal raus. Hovi hat auch gar nicht so viel, ne? Also, die Dryaden, die sind komplett egal für den Pusemuckel. Macht nichts, es geht nur um den Alchemist. Jetzt geht's wieder ins Heldenbattle. Beide haben ein bisschen Crowd Control. Oh, das ist gefährlich, der Staff. Ah, nein! Das war kein TP. Nee, das war ein Staff. Und das kam zu spät, trotz Ring of Regeneration. Ja, aber gegen den Level 4 Demon Hunter mit Claws und Orb of Venom und einer Naga, das ist so viel Hero Damage. Ja, das war optimistisch, sag ich mal. Das war sehr optimistisch, ja, muss man wirklich sagen. Gut, ich meine, er hatte keine TP dabei, von daher, das war seine einzige Wahl. Aber, naja, ist schwierig. Mittlerweile kriegt er seine Holzprobleme leider überhaupt gar nicht unter Kontrolle, weil er sich entschieden hat zu tacken. Das heißt, nicht nur gibt er 4 Holz aus, sondern er kann weiterhin keine Wisps nachbauen. Und die Wisps kommen aktuell gerade nicht so hinterher. Aber er kann auch ein paar Dryads bauen. Und das wird schon. Aber Bären hat er nicht. Also jetzt hier nur auf Dryads. Ja, ja. Was, wie wäre es denn mit, er geht jetzt nur noch auf Dryads und haut dann so 3 Chimärenhorste raus? Ja. Gold hat er ja. Nee, ne? Ja, ist ein guter Gameplan, meiner Meinung nach. Ja, gefällt mir gut. Aber der Alchemist ist wichtig. Also, Level 6 Alchemist ist, glaube ich, wirklich nochmal ein Punkt, wo sich das Spiel drehen kann. Weil dann wirklich die Zeit verzögert. Er hat ja die Boots, er hat Chemical Rage, er ist super schnell, er kann immer wieder rein, Transmute raus. Das könnte auch mal ein guter Weg sein, aber da muss er auch erstmal hinkommen. Jetzt allerdings, Pendant of Energy ist auf jeden Fall ein gutes Mittel gegen diesen nervigen Mana Burn vom Demon Hunter, der aber auch bald Level 5 ist und dann tut er richtig weh, der Mana Burn. Und auch seine Gleven, die machen dann überhaupt keinen Spaß mehr in der Zwischenzeit. Und ja, Pusemuckel baut auch gerade. Die heißen ja Kriegsgleven von Azenoth, ne? So heißen die zumindest in WoW, die man holen kann von Illidan, ja. Ja, was ist denn Azenoth? Das ist irgendein Dämonen-Ausflugsort. Art Kurort. Okay, alles klar. Also sowas wie Disneyland. Richtig. So, Pusemuckel hier mittendrin, kann hier einen Bären relativ schnell downfocussen und zieht das TP. Diesmal entscheidet er sich für die sichere Variante und tauscht einen Bären gegen 2 Dryads. Hättest du das früher auf dem Schulhof gemacht, einen Bären gegen 2 Dryads zu tauschen? Ich war relativ dumm damals. Ich habe viel getauscht, was heute wahrscheinlich Milliarden wert wäre. In terms of Pokémon-Karten und Pogs. Kennst du noch Pogs? Nee, gar nicht. Dafür bin ich nicht alt. Oh ja, stimmt. Du bist ja jünger. Das war so ein Stapel Chips, die musste man umwerfen. So hatten wir früher Spaß. Wow. Also die Jugend heute, ne, die hat Spaß mit TikTok, schneidet da mit 6 Jahren ihre Videos selber auf dem Handy. Wir haben Chipshaufen umgeschmissen. Ja, mal gucken, ob Pusemuckel auch gleich in der Stimmung ist, was umzuschmeißen. Denn dieses Spiel läuft nicht so, wie er sich vorstellt. Aber er findet die Expansion zumindest. Hat allerdings kein TP. Und wir wissen, wie das ausgeht, wenn man einmal mit Demon Hunter und Naga auf einen Helden rechts klickt. Allzu lange überlebt er dann nicht mehr. Aber er kommt hier vielleicht schnell genug raus. Die Wisps kommen jetzt dazu. Chemical Rage nochmal gezogen. Aber der Baum. Da wird nochmal Roar gezogen. Aber er microt lieber, anstatt Damage zu machen. Hier auf dem Baum. Und Hovi hält den Baum in letzter Sekunde. Und der Alchemist, er muss raus, raus, raus. Schnell, raus. Aber wie denn? Also mit Steph, aber kann er nicht. Ja, aber das muss schnell gehen. Nee. So klappt das nicht. Und da geht er einfach down. Aber das war wirklich haarscharf. Also das hätte locker auch anders ausgehen können.
Aber ich meine, selbst wenn der Staff durchgeht, die Armee bleibt halt komplett zurück. Und man kann ihn ja an der Taverne auch einfach wieder kaufen. Also warum retten? Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall komfortabel. Man muss auch seine lokalen Geschäfte unterstützen. Jetzt die letzte Chance. Die 1800 Gold, die da waren, die wurden verbrannt. An der Taverne versoffen. Mehrmals. Und jetzt ist er einfach wieder weg. Der Trunkenbold. Wieder nur am Glas. Wieder nur am Tresen. Dach. Und das war's jetzt. Der Hobi, der bleibt in Liga 4. Obwohl er das vielleicht selber gar nicht so will. Wow, also da sieht man mal wieder, wie sich hier die Skills von Survival Chaos übertragen auf Warcraft 3. Das sind die Fähigkeiten, die bleiben einfach ein Leben lang. Und jetzt räumt er hier die Map auf und so wie wir das von Pusemuckel kennen, wird er alle Gebäude zerstören müssen. Denn wir haben ja sonst nichts zu tun, als dabei zu gucken, wie Hobi Gebäude abreißt. Aber gut, soll er. Aber so kann ich noch ein bisschen genießen, wie der Hobi seinen Demon Hunter kontrolliert. Ja, das ist ja eine wahre Freude. Das ist auch ein Traum. Und wie er hier Fork Lightning drückt auf die ganzen Wisps, die verzweifelt versuchen, hier den Altar zu zerstören, zu reparieren, von der Zerstörung abzuhalten. Beide sind Fans davon, ihre Bären nicht zu morphen, was ich ja auch ganz sympathisch finde, dass sie auch mal hier Elfenluft schnuppern dürfen. Ich bin schon gerne dabei, so Fehler rauszustellen. Ne? Nee, gar nicht. Ich finde, das sieht man selten, dass der in Elfenform dann drauf kloppt, aber macht ja auch Damage. Warum nicht? Das ist richtig. Man nennt es ja auch GNL-Bären, genauso wie die Newbie-Liga, weil das da auch so oft passiert. So, vielleicht sehen wir jetzt noch ein Ultimate in dem Spiel. Es ist leider nicht Transmute für Pusemuckel. Vielleicht könnte es hier Metamorphosis sein. Und der dunkle Riesendämon kommt genau richtig im gleichen Zeitpunkt wie der Alchemist. Und ich glaube, das ist der fünfte oder sechste Tod, den dieser Alchemist hier vielleicht über sich ergehen lassen muss. Denn wer einmal vom Frost Arrow getroffen wird, der kommt da so schnell nicht mehr raus. Aber Hovi lässt sie nochmal leben. Und ich glaube, damit wird das Spiel nochmal um 5 Minuten verlängert. Er stafft zurück, heilt sich nochmal an seinem verbleibenden Moonwell hier. Jetzt die große Frage, werden Gebäude versteckt auf der Map oder nicht? Weil das Aufräumkommando Bärentraum macht hier einen guten Job. Immer noch der verzweifelte Hoffnung auf Transmute, aber wieder der hier. GG! Nach Dach kommt GG und Hovite ist einfach der Meister des Demon Hunters. Keiner spielt ihn besser. Von Liga 5 bis Liga 1 muss man mir erstmal irgendeinen Menschen auf dieser Erde zeigen, der das besser macht als Hovite und damit absolut verdient in Liga 4 geblieben. GG. Ja, nice. GG. Hovi, ist mir eine Freude, weiterhin in derselben Liga zu sein wie du. Das heißt, falls ich es noch schaffe zu bleiben, nächste Season können wir vielleicht aufeinandertreffen. GG. Hovi, fantastische Spiele, beide herrlich runtergespielt. Sehr, sehr schön mit anzusehen. Die Neid auch noch, die eigenen Helden, die Neid. Wunderschöne Momente hier. Also das kannst du dir wirklich schön auf die Webseite schreiben. Unter Greatest Achievements, schön den Lebenslauf schreiben. Da hast du was geleistet. Ja, vielen Dank. Nice. Sehr schön. Ja, das Biest. 2-0 abgeschlossen. Dieses Best of 3 hier, gar kein Problem, gar keine Chance. Und dass Hovi Warcraft spielen kann, das haben wir jetzt gesehen. Aber ist er denn wirklich auch in der Lage, den höchsten Olymp von Warcraft 3 zu erklimmen? Denn der findet ja nicht auf Gloomstalker oder Northern Isles statt, sondern natürlich in unserer allseits beliebten Warcraft 3 Quiz-Rubrik. Janis, kann es? Wo Janis den Bumper immer noch nicht. Wo Janis jede Woche 3 Fragen zur Warcraft der Spielmechanik richtig beantwortet. Und mal gucken, ob Hovi seinen Höhenflug hier fortsetzen kann und vielleicht nach Pusemuckel auch Janis schlagen kann hier. In Janis Königsdisziplin bisher lief es immer ganz gut. Hat er sich gut geschlagen, der Janis. In letzter Zeit bin ich heiß, ne? Das gefällt mir selber auch sehr gut, muss ich sagen. Ich kann gerade das Game nicht starten aus irgendeinem Grund. Das ist natürlich unglücklich, aber es heißt ja auch nicht Janis joint das Game, sondern Janis kann es. Und ich werde natürlich easy einen Sieg hier davon holen, weil ich musste mich ja heute auf nichts anderes konzentrieren, als hier zu sein. Und da habe ich natürlich Hausaufgaben gemacht. Ne? Sehr gut.
Und glaub mir, wenn mir ein Wortspiel zu Hovi einfallen würde, ich hätte es bereits eingesetzt, aber mir fällt nichts ein. Ich habe lange genug schon überlegt. Mir fällt einfach nichts ein. Falls ihr Ideen habt, schickt es mir gerne. Aber ihr könnt gerne joinen, wenn ihr möchtet. Dann können wir hier gerne starten. Ja, ich habe schon das Game gesucht und habe ich gemerkt, ich bin auf dem asiatischen Realm. Ach, weil der Jan ist ja wieder international unterwegs, ist überall, sieht man ihn. Bin gleich da. Jetzt hänge ich am Löwenkopf. Bist du jetzt nervös, oder? Ich bin ein bisschen nervös, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Freust du dich auf die Fragen heute? Sind da so Sachen bei, wo du denkst, haha! So, ach, ja, doch, paar nette Fragen auf jeden Fall dabei. Mal gucken, ob es Hovi heute vielleicht sogar schafft, das erste Mal gegen Jannis zu gewinnen in seiner Rubrik. Das würde für ihn die perfekte Folge werden, jetzt hier mit 3 Punkten. Mal schauen, ob es funktioniert. Die Fragen kommen natürlich wie jede Woche aus der Creepjack-Community. Hovi, bist du bereit, deinen Sieg vom Feld jetzt auch hier in der Theorie fortzusetzen? Bin so bereit wie Andreas Burani. Alles klar. Okay, habt ihr denn immer mit diesem Clown? Hab ich da was verpasst? So, dann schauen wir mal, ob das ist jetzt so ein Running Gag. Dann schauen wir mal, ob du die Töne auch triffst hier bei Frage Nummer 1. Die kommt von Tom und er möchte passenderweise wissen, bekommt man für eine transmutierte Einheit XP Erfahrungspunkt? Ich hatte ein bisschen Angst, dass Puzzlemuckel im letzten Spiel ein Level 6 Alchemist bekommt und ihr beide das sehen könnt im Spiel. Oder zumindest vielleicht achtet ihr drauf. Und die Frage dann keinen Sinn mehr ergibt. Aber so haben wir es hier in Reinform. Also, falls der Alchemist gerade Level 6 geworden wäre, dann hätte er seine Ultimate Transmute freigeschaltet, die eine gegnerische Einheit verkauft, vernichtet, zerstört. Und man kriegt Gold dafür, aber kriegt man auch Erfahrungspunkte. Ihr beide habt relativ schnell geantwortet. Seid ihr soweit zufrieden mit eurer Antwort? Ja. Gut. Ja. Von Tom kommt die Frage, von Jannis kommt die Antwort. Wie lautet sie denn? Ja. Oh, Jannis sagt ja. Hovi ist ja großer Fan dieser Fähigkeit. Er kauft ja eigentlich in fast jedem Spiel das Dota-Äquivalent Hand of Midas. Da bekommt man ja XP. Wie ist das denn hier in Warcraft? Also ich bin davon ausgegangen, dass die Einheit nicht stirbt, sondern dass sie nur verschwindet und gegen Gold eingetauscht wird und habe deswegen Nein gesagt. Aha, okay, Hovi sagt Nein. Dann könnte es sich hier bei der ersten Frage schon entscheiden, ob einer von euch beiden hier alle 3 Punkte bekommt. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Und Jannis hat hier den Alchemist. Du hast jetzt, dir fehlt nur ein XP für Level 7. Das heißt, wir werden gleich sehen, ob du den Level abkriegst mit Transmute. Und dann sehen wir daran, ob Transmute tatsächlich XP bekommt oder nicht. Ich zünde! Und er bekommt XP Level Up, findet hier statt. Und damit ein Punkt für Jannis. Boah, hast du mich gerade genenenenet? Ich hab dir eine lange Nase gezeigt. Das ist richtig. Meine Nase ist schon recht lange. It is fucking on. Okay. It's on. Um das mal, also, das ist ja bei Creeps quasi genauso, dass man die killt und dann Gold kriegt. Das gibt ja auch XP, von daher. Es ist einfach das Brokenste, was es in Warcraft 3 gibt, glaube ich, immer noch. Ja gut, wenn man nicht davor vor dem Demon Hunter umgebracht wird, ne? Das, wie wir es gerade gesehen haben. Aber stell dir mal vor, jetzt kommt ein Patch. So, morgen kommt ein PTR. Und da steht drin, diese Unit kann jetzt auf Knopfdruck andere Units töten und kriegt das Gold, was der andere bezahlt hat, um das auszugeben, für was immer er will. Ja. Und das die ganze Zeit. Ja. Naja. Aber ist Darkwind, holt ihr nicht genau das Gleiche? Ja, dann kriegt man die Unit. Aber dann kann man ja aufhören, Units zu bauen quasi. Und beim Alchemist, ja gut, da kann man auch aufhören, Units zu bauen. Aber zum Beispiel, naja, das kann man natürlich beim anderen auch. Aber jetzt zum Beispiel, ne, du übernimmst eine Unit und die steht so in einer Range-Line, eine Kodo oder so. Ich hätte gerne eine Kodo, weil eine Kodo gibt viel Damage und das ist toll. Dann steht die aber noch hinter den Melee-Units, muss erstmal zu dir laufen und all diese Probleme. Und du kannst nicht entscheiden, ob du dann vielleicht für das Gold lieber eine Invo-Potion hättest oder eine Heal-Scroll oder ein neues Gebäude oder eine Axe, was auch immer. Es ist verdammt broken. Es ist so broken. Aber pass mal auf. Wenn der Alchi das macht, dann hat der Gegner weniger Pop und dann kriegt er ja eventuell mehr Gold. Und wenn du mit Dark Ranger eine Einheit übernimmst, ja, kannst du sogar über
100 Pop gehen. Das ist ja völlig insane. Das ist die natürlich beste Fähigkeit im Game. Spoiler jetzt hier nicht weiter, Janis kann das fragen. Okay, so. Also, Hovi dürfte zumindest nach diesem intensiven Trash-Talk hier heiß sein. Auf Frage Nummer 2, sie kommt von Kevin und der möchte wissen, explodiert ein Wisp, wenn er mit dem Incinerate-Debuff detonated? Wir kennen natürlich den Firelord, der hat den Incinerate Orb, also verstärkt seinen Auto-Attack mit einem Debuff. Und wenn die Einheit mit diesem Debuff dann stirbt, explodiert sie, heißt, sie macht Schaden im Umkreis. Was ist denn jetzt aber, wenn der Wisp mit diesem Debuff detonated? Und zwar haben wir drei Antwortmöglichkeiten. Entweder nein, überhaupt keine Interaktionen, da gibt's gar nichts, der detonated quasi normal. Oder Antwort 1, er explodiert, macht aber keinen Schaden. Antwort 2, er explodiert und macht auch Schaden. Oder eben 3, überhaupt nichts, ganz normale Detonate. Mit Antwort 1 ist gemeint, man sieht die Explosion, Krater und all das, Gedöns, aber kein Schaden. Mit 2, er macht auch Schaden. Und Antwort 3, nein. Da ich noch nie drüber nachgedacht. Waiting on you. You may speak. It's ja, weiß ich nicht. Das. Ist das von so Kevin eine Schwer? Einfache Frage. Na klar. Ist das von dem Kevin Schwem eingesendet worden? Nein, das ist nicht der Kevin, nein. Also er hatte zumindest einen anderen Nachnamen in der Mail. Von daher würde ich sagen. Seid ihr zufrieden mit eurer Antwort? Jawollo. Janis, aber du loggst ein. Ja. Gut, ja, Hovi, wenn die Frage so leicht ist, dann gib uns doch mal die naheliegende, offensichtliche Antwort. Eine Leiche, keine Explosion. Aha, also du sagst, Antwort 3, nein. Ja, aber ich bin mir nicht so sicher, wie ich wirke. Okay, ja, gut, davon gehe ich aus. Janis, wie sieht das denn bei dir aus? Ähnliche Logik? Weil Vögel lassen ja auch keine Leichen da, explodieren aber trotzdem mit Incinerate. Ich sage aber auch nein. Aus gar keinem Grund. Oh, okay. Einfach, weil ich das so denke. Das ist der beste Grund, auf jeden Fall. Ja, so, ich habe keine Begründung dafür. Ich denke einfach, ich habe jetzt gerade eben ja gesagt, jetzt sage ich mal nein. Gut, ja, okay, alles klar. Ey, so hat der Mann es zu vielen, vielen Erfolgen bei Janis Kannes gebracht. Also hinterfragt das nicht. Okay, Hovi ist der Nachtelfenspieler dieser Sendung. Ich würde ihm hier mal die Nachtelfen geben und Janis kriegt den Firelord. Ich würde gern jetzt als erstes mal einfach nur einen Wisp alleine probieren, ob überhaupt gedetonated wird und dann später können wir gucken, ob auch noch Damage gemacht wird. Achtung, hier, Janis, hast du deinen Firelord. So, wir haben den Debuff und Detonate bitte. Und wir haben eine Explosion und einen Krater. What the hell? So. Okay, das ist natürlich jetzt doof. Und Hovi, du hast jetzt noch einen Archer. Das heißt, du musst es jetzt microtechnisch schaffen, dass neben dem Archer gedetonated wird, sodass wir sehen, ob der Archer Damage kriegt. Ist ja crazy. Da war Damage. Da war Damage. Weißt du, wie ich mich gerade gefühlt habe, Janis? Wie wenn Leute damals in der Mathearbeit bei mir abgeschrieben haben. Das ist crazy. Antwort 2, explodiert und macht Schaden. Das ist faszinierend. Können wir das nur für mich nochmal machen? Weil ich hatte beim Test, ehrlich gesagt, anderes Ergebnis. Also nochmal ganz kurz neben dem Archer. So, und dann hör mal auf anzugreifen, Janis, bitte. Du hast den. Ah, ich hab das Ding nicht drauf, ich hab das Ding nicht drauf. Ja, warte, jetzt. Ja, und jetzt. Ja, doch, okay. Mach Damage. Warte. Also habe ich zumindest gesehen. Crazy. Mach Damage! Damit beide Kevin. Falsche Antwort. Antwort 2 stimmt, explodiert und macht Schaden. Geile Frage von Kevin. Sehr, sehr geile Frage, auf jeden Fall. Wow, nach 2 Fragen haben wir insgesamt einen Punkt hier auf der Tafel stehen. Mal gucken, ob das die punkteärmste Folge Janis Kannes aller Zeiten wird. Das wird natürlich Frage 3 entschieden. Die kommt von Voras und der möchte wissen, ist ein gehexter Held mit Blattlast größer als ein gehexter Held ohne Blattlast? Ich habe nämlich festgestellt, dass ihr Froschfragen mögt. Und heute stellen wir uns die Frage, sind geblattlastete Frösche größer
als Frösche ohne Blattlast. Ihr wisst natürlich, dass der gute alte Buff Ra-Ra-Ra-Ra-Ra Blattlast eine Einheit auch größer macht visuell. Aber wie ist das dann? Also, Einheit wird erst geblattlastet, dann gehext. Ist sie dann größer, als wenn sie davor keinen Blattlast hätte? Wissen tue ich das auch nicht. Da muss ich so schätzen. Ich entscheide entgegen meiner Intuition. Ah, du bist schon so weit im Jannis-Meter, dass Jannis ja, auch angefangen hat, gegen seine Intuition zu entscheiden. Ah. Die hat mich jetzt zweimal im Stich gelassen und jetzt vertraue ich der nicht mehr. Okay. Das ist das gute alte Bauch gegen Kopf-Meter. Wie entscheidest du? Habt ihr euch entschieden? Ja. Ich hab mich entschieden, ja. Alles klar, Jannis, dann sag uns mal, was sagt dein Bauch, was sagt dein Herz und wer hat am Ende gewonnen, diesen Kampf? Ich habe am Anfang ja gesagt, ne, das war gut. Dann habe ich nein gesagt, das war nicht gut. Da gehe ich jetzt zurück zu meinen Leisten und sage ja. Also, ich kann es nicht, also ich würde jetzt dafür kein Körperteil opfern für diese Antwort. Ja. Würde mir jemand eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, bist du dir hundertprozentig sicher, würde ich sagen, geh weiter. Aber ich sag ja. Ich hab das irgendwie vorm inneren Auge. Also du sagst wütender Frosch größer als normaler Frosch. Als friedfertiger Frosch. Ja. Gut. Hoi, was hältst du dagegen? Ja, ich hab's noch nie gesehen. Und deswegen dachte ich mir, es geht nicht. Also hab ich für ja gewotet, weil ich mir selber nicht mehr vertraue. Genial. Okay, alles klar, gut. Genial. Warum auch nicht? Hovi, du kriegst einmal einen Shade und Jannis wird das Ganze jetzt ausprobieren. Du hast hier zwei Tauren, einem kannst du Blattlast geben, dem anderen nicht. Und dann schauen wir uns mal die Frösche an. Ich habe es auch so eingestellt, dass nur Frösche entstehen von Hex. Normalerweise sind es ja unterschiedliche Tiere, die da entstehen können. Aber ich kann mich nicht selber hexen. Hast du das verstanden? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ne? Mensch, du bist schlauer, als ich dachte. Mensch. Krieg ich schon wieder jetzt hier eine... Also das ist für mich eine Bonus-Punkt-Sache jetzt auch. So, warte, dann kriegt Hovi die Tauren. Krötenklöte mit Fröte fragt, kann man seine eigene Unit hexen? Janis sagt nein. Janis kriegt Bonuspunkt. Jetzt muss Hovi einem der beiden Blattlast geben. Okay, und jetzt bitte Doppelfrosch. Ja, und wir sehen. Er ist größer. Er ist größer. Er ist größer. Blattlast Frosch ist größer. Stark. Stark. Damit. Und ich Tag Team. Damit richtige Antwort. Toll. Damit richtige Antwort. Tolle Frage. Ja. Und ihr beide kriegt die Frage. Jetzt gibt's bestimmt jemanden im Chat. Ist das bei den anderen Crittern auch so? Könnt ihr mal alle Critter bitte durchprobieren? Nee, es ging um Frosch. Wie ist das mit Vögeln? Nee, es ging um Frosch. Ging um Frosch, ne? Stark. Stark. Geile Frage. Tolle Frage. Sag mal, jetzt hab ich schon wieder den Fehler gemacht, dass ich hier Held geschrieben hab. Sag mal, wie dumm bin ich denn eigentlich? Oh, stimmt. Sekunde, wir klären das. Aber ich möchte ein Taure ist für mich ein Held. Ja, Tauren sind Helden. Ja, Kühe sind die Helden der Dörfer. Das ist okay. Richtig. Kann ich der im Dorf aufgewachsen ist, auf jeden Fall bestätigen. Oh, man kann aber nicht zweimal den gleichen Held. Ah, doch, kann man schon. Okay, alles gut. Okay, das kriegen wir hin, kein Problem. Okay, dann bitte gib einem Tauren Chieftain einmal Blattlast, dem anderen nicht. Und Jannis hext wieder. Ja, stell dir mal gerne nebeneinander. Gigantisch. Warte, ist der größer? Ja, ne? Ist der? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, der ist größer. Ich würde auch sagen, der ist größer. Der muss jetzt vielleicht immer mit dem Lineal dran gehen, aber ich glaube, der ist größer. Ja, schau die Augen an, da ist ganz klar. Ist das. Schau ihm in die Augen. Schau ihm in die Augen, es sieht so dumm aus. Ja, ja, doch, der Winkel war nicht gut, so sieht man's. Ja, 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 ja doch. Wenn ihr den Abstand zum Lebensbalken anguckt. Ja, absolut. Ja. Auch bei Helden ist der Frosch größer, damit
enden wir diese Folge mit 2 Punkten für Jannis und 1 Punkt für Hovi. Jannis damit ein weiteres Mal siegreich. Glückwunsch, Jannis. Ich meine, was soll ich sagen? Du kannst es. Ich kann es. Manchmal. Meistens. Mit Bonuspunkt 3 Punkte ist okay. Hätte ich mir selbst vertraut, wäre ich mit 0 Punkten rausgegangen. Und damit hast du die wichtigste Lektion von Jannis Kannes bereits gelernt. Okay. Ja, jetzt hast du eine Stunde Spaß gehabt, Florentin. War eine Stunde, 10 Minuten. Hast du dich jetzt schön zurückgelehnt. Das ist immer ganz der entspannte schön zurückgelehnt. Teil. Das ist der entspannte und Teil für jetzt. Jack. Jetzt wird's haarig. Jetzt wird's geil. Ah, Florentin will eine Ikone dieser Szene und bekannt aus Funk und Fernsehen gegen eine andere Ikone dieser Szene und zwar Sparta. Macht viele, viele tolle Ligen. In den letzten paar Tagen hat er ein All-the-Randoms-Turnier angekündigt, macht eine Clan-Liga, macht eine europäische Liga. Er macht extrem viel. Was er nicht macht, ist Punkte in dieser Liga, denn er ist im Tabellenkeller eingesperrt mit einem lausigen Punkt. Ich nehme an, dass es nur daran liegt, dass die ganze Saison er nur dieses Match gegen Florentin vorm inneren Auge hatte und das ganze harte Training auf dieses Match hinausläuft. Und jetzt sehen wir das Ganze in einem schönen Best of 2. Wir sehen Tidehunter und Springtime. Konnte ich dich inspirieren, Florentin? Auf jeden Fall, doch, das war wunderschön. Ich werde versuchen, mindestens einen Helden zu denyen, auch bei mir. Das will ich schon hinkriegen. Und heute haben wir sogar eine besondere Situation, weil wir haben dann direkt 3 Streams, oder? Streamt Sparta das Ganze auch? Der ist auch online, ja. Sehr schön. Das heißt, ihr habt heute die Möglichkeit, meine First-Person-Perspektive zu sehen auf meinem Kanal, die Caster-Perspektive zu sehen auf Back to Warcraft zusammen, Cast von Hovi und Jannis, und auch die First-Person-Perspektive des Gegners könnt ihr heute hier bei Sparta sehen. Auf seinem Kanal SP4RTA könnt ihr hier mal vorbeischauen. Gegen den werde ich gleich spielen. Also wirklich ein Medienereignis, das seinesgleichen sucht. Ja, sub ihm doch ein, sub zwischendrin einfach rein. Dann muss er 5 Liegestütze machen, dann kann er nicht weiterspielen. Oh, das ist eine gute Idee. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, dafür ist Florentin zu knauserig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, die Welt hat geguckt auf Raab gegen Halmich. Ich guck auf Sparta gegen Florentin. Und das ich guck auf, wo ist Jannis hier? Komm mal gern rein, wenn Freund du Nase. Lust hast. Ich hab Lust. Mein Warcraft-Kreisel, er dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und ich weiß nicht, jetzt komm ich, jetzt bin ich da. Ist doch alles gut. Ja gut, der ist in Ordnung. Der Sparta ist doch noch pipi. Bin ein bisschen angespannt, bin ein bisschen emotional, bin ein bisschen aufgeladen, bin ein bisschen nervös. Ja, hab heute schon Maultaschen gegessen, okay? Ich bin eh schon angespannt. Wirklich? Die aus dem Kühlregal oder selber? Ja, die aus dem Kühlregal. Die sind so geil und die sind auch so lächerlich billig einfach. Ich glaube, es gibt kaum ein Produkt auf der Welt, das ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat, als diese Tiefkühl aus der, diese Maultaschen in der Plastikpackung gekühlt. Außer natürlich Löwenanteil, Leute. Das stimmt. Korrekt. Dankeschön, das ist völlig korrekt, ja. Ich habe ja nicht gesagt, worin ich die Maultaschen gegessen habe, womit. Denn da brauchst du natürlich auch mal eine gute Beilage. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwie so Schulkinder das nach der Schule kaufen und dann direkt aus der Packung essen, kalt. So wie man auch damals so diese Asianudeln einfach so gebröselt gegessen hat. Gut, das könnt ihr besprechen. Keiner gemacht. Das könnt ihr gleich besprechen. Ich wünsche euch viel Spaß. Was bist du für ein Weirdo? Wir sehen uns nach dem Spiel. Ganz viel Spaß. Auf geht's. Ich muss die beiden ausblenden. So, alles klar. Ready. Wir schauen uns an, ob die Hotkeys da sind. Hotkeys sind an. Es ist ready. Moment. Undead? Ach so. Der ist undead? Ich dachte, der ist human. Was? Ich dachte, der ist human. Was soll das denn? Was soll das denn? Shit. Die Bild
Cortana komplett falsch. Ah, ich bin ein bisschen nervös. Das sind die Maultaschen, die aus mir sprechen. Ich bin halb Mensch. Ich bin halb Mensch, halb Maultasche. Und das Overlay klappt wieder nicht. Ey, Mann, warum klappt das denn immer beim Observen, aber nicht, wenn man selber spielt, ey? Ey, was ist denn das? Was ist denn das? Ja gut, Undead ist ja easy. Es sei denn, der macht jetzt hier Ghoul Rush Gedöns oder was. Da hätte ich jetzt natürlich wenig Bock drauf. Aber gut. Gegen Undead ist auch, glaube ich, klar, in welche Heldenrichtung es geht. Mann, ich bin überhaupt nicht auf Undead eingestellt hier. Ich habe intensiv trainiert, gedanklich, gegen ihn. Aber auch Gedankentraining ist wichtig. Man muss ja sowas schon mal im Kopf visualisieren. Man muss ja das vor sich haben, so ein Spiel. Your building is complete. More lumber is required. Guck mal, Moonwell nicht vergessen, ist doch schon die halbe... Die halbe Miete in der Tüte. Our sacred grove is being desecrated. I must save the art from this business. Well, we can't build it. Insufficient gold. Our warriors have engaged the enemy. Your building is I stand ready. Who threatens the wilds? Is there danger? The time is now. Command me. By the spirits, is there danger? Nature is restless. Point the way. The time is now. Command me, so shall it be. Who threatens the wild? Point the way. Is there danger? The time is now. Command me, for Kalimdor. Our sacred grove is being desecrated. By the spirits, your building is restless. The time is now. Our warriors have engaged command the enemy. Waiting on you. I stand who ready. Threatens the wild. Waiting on you. Say no more. Is there danger? Point the way. Our sacred grove is being desecrated. Nature on your is mark. Restless. You're on the time is on now. On your mark. Nature is restless. Who waiting threatens on the you. Wilds? Command me. Well. There it is. Naturally. So ready. Is there danger? Waiting on you. The time on your is mark. Now. Is our warriors danger? Have engaged command the enemy. Me. Who threatens the wilds? Point the way. Nature enough. Is restless. The time your is move. Now. Fair enough. Command me. Waiting on you. Is there danger? Nature is restless. Point the way. Who threatens on the mark. Wilds? For Kalimdor. I stand you. Ready. Your move. Nature is restless. Upgrade threatens the wilds. On your mark. Is there danger? The wait time is now. Command the way. Me. Your building is complete. On your mark. Nature your is restless. Done. Command.
Command me. Is there danger? The time is point now. Point away, waiting on you. Who threatens the wilds? He is restless. Is there danger? Naturally. Well, it is. Is there danger? Insufficient gold. Your building is complete. So shave your poison. Time is now. On your mark. Command me. On your mark. You see, well, there it is. Another round? Another round? You see, I'll give it a shot. Save your poison. On your mark, is the danger of brewing? Threatens the wilds. Command me for Kalidor. Another round? Is your build insufficient? Nature is restless. Save your poison. Insufficient gold. Point the way. Is restless. Point the way. The time is now. Is there danger? Is there trouble? Who is trouble? What is nature's wild? Insufficient gold. Command are we being me. Invaded? Is trouble brewing? Nature is restless. Ah, the great outdoors. Is there danger? What is nature's call? Command me. The time is now for Kalidor. Is there trouble? Are we being invaded? Hi! The time is now. Is there trouble? What is nature's call? The wilds. Hi! Save your poison. Are we being invaded? Have one on the house. Are we being invaded? Ah, the great outdoors. Hi! Another round? You see, is it there trouble? What is nature's call? The time is what now. Is nature's call? Nature are we being invaded? Is restless. Hi! Threatens is there the trouble? Wild. Insufficient what is gold? Nature's call? Is there danger? Naturally. Is there trouble? Command are we being invaded? Hi! Is are we being invaded? Is there trouble? What is great outdoors. Hi! Are we being invaded? What is nature's call? What is nature's call? Great outdoors. You see? Are we being invaded? Hi! Is there trouble? The wilds. The time what is nature's is call? Nature is restless. Is trouble brewing? Another round? You seem a little parched. Is there danger? Trouble? What is nature's is call? Now. Nature is restless. Is are we being danger? Invaded? Hi! Is there the trouble? Wilds? Another round? The what time is nature's is call? Now. Research finished. Command are we being me. Invaded? Die Frage ist, wann kommen die Gargoyles, ne? Is there danger? Are we being invaded? For the trees. Who threatens the wilds? Nature are we being invaded? Is restless. The time what is nature's now. Trouble brewing? Insufficient the time gold. Hi! Is, now. Is there trouble? Who what is nature's call? The wilds? Are we being invaded? Command. Hi! Is there trouble? What is nature's call? Nature is there trouble? Is insufficient. Are we being invaded? Oh. Hi! So shall it be. Hi! Are we being invaded? Is there trouble? Save your poison. What is save nature's your call? Poison. What is nature's call? Is there taste danger? My spear. Are we being invaded? Great outdoors. I can't. What is the name? I can't. No, no, no. Ah, for the
Is there trouble? The time is what is Nathan's call? Is our sacred grove is being desecrated. Our warriors have engaged the enemy. What is great outdoors? Are we being invaded? Our sacred grove is being desecrated. What is Nathan's call? What is Nathan's call? Nathan's call is their call. Is there trouble? Nature are we is being restless. Invaded? Are we being invaded? Your man is depleted. Insufficient gold. Is there trouble? Now. Gladly. The what is nature's is call? Now. The great outdoors. Hi! Are we being invaded? Command. Is there trouble? What is nature's call? Are we being invaded? What is nature's call? Hi! Is there trouble? Are we being invaded? Hi! What is nature's call? Is there trouble? Is there trouble? Hi! Are we being invaded? Ja, coole Türme wieder. Türme machen so viel Spaß. Research. Another round? What is nature's call? Nervig, ey. Command me. Is this rubble brewing? For Kalimdor. Inventory is full. Threatens the wild. The great outdoors. Is restless. Is there trouble? Command Hi. Me. You see. Is there trouble? Large. Making a trail. Name your poison. What is nature's call? For our warriors have engaged the enemy. Command me. So shall it be. The time is now. What is the great outdoor? Is there trouble? Hi! Are we being invaded? Trouble brewing? Oh, gladly. Are we being invaded? What is nature's call? Another round? Name your poison. Is there trouble? Hi, research finished. Are we being invaded? Another round. What is nature's call? Is there danger? More lumber is required. Is there trouble? Ja, ich glaube, ich schmeiß gerade so ein bisschen weg, weil ich nicht genau weiß, wohin ich will. Are we being invaded? Insufficient. Hi. Is there trouble? Your bill. More lumber. What is nature's call? Ja, vercheck gerade leider Holz. Und hier sind leider immer noch 1000 Türme. Is there danger? Our sacred grove is being desecrated. Is there trouble? I'm game. Are we being invaded? Aim down. More lumber. The hunt is on. Is there trouble? Hi. You see?
konnte meinen Helden nicht umklicken. Ja. Ich bin einfach extrem schlecht, leider. Boah, das ist es am Ende. Sleep Surround. Command me. Is the danger for Kalimdor? Who threatens the wild? Da habe ich es weggeschmissen hier. Is aber ihr wisst es, Türme und Harassment und Gedöns, das ist einfach nicht mein Spiel. Command me. Jetzt wird's sehr schwer. Kommen leider nicht gegen die Türme gut an. Das ist einfach mein Riesenproblem, immer und immer wieder. Hätte man wahrscheinlich 1000 klügere Sachen machen können. Mir ist nichts eingefallen. Tja, jetzt stehe ich da. Jetzt stehe ich da! Are we being invaded? Is there trouble? Hi! Is there trouble? The Hi! Aim deadly! Are we being invaded? Take the nature's call! Straight out! What is nature's call? For the trouble? Is there trouble? Glad to see you! Are we being invaded? Fresh wood is trouble brewing. Is the name your poison? Ah, the great outdoors. Name your poison. Is there trouble? Making trail. Is restless. What is nature's call? Ah, weil ich's vorhin. Ich habe noch kein T3. Jetzt verstehe ich das Problem. Mein Problem war. Ich war davon ausgegangen, dass ich T3 habe, hatte ich aber nicht die ganze Zeit, also auch keine Bären. Also riesen Problem. Tja. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich will kämpfen. Ich habe einen starken Bären, ich habe starke Helden. We can't build the time is now. Command Hi. Me. Is there danger? Are we being the invaded? Ach, hier haben wir auch Türme. Is there danger? Is there trouble? Nature Natürlich. Is there trouble? Ah, Türme, Türme, what Türme. Is nature's call? Das ist so zum Kotzen. Hi. Are we being invaded? Is trouble brewing? Hi. The great outdoors call. Ah, jetzt kommen die Türme, 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 Türme. Hi.
is their trouble. Insufficient force. So, klappt das mit dem Upgrade? Na, das klappt zumindest. Das ist doch gut. Research finished. Is there danger? Is there trouble? Command is there trouble? Our time is short. Anodora, I'm awake. I'm awake. What is name your voiceless? Who threatens the wild? Is trouble brewing? I'll give it a shot. Where another round? My strength are we is yours invaded? Is now. Is there danger? Trouble? Are we being invaded? Command the me. Sleeper has awakened. I'm awake. Is I'm awake. Damn. The time is soll ich jetzt now? Überhaupt noch are we being invaded? Seine Expansion gehen? Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlau. Ich gebe jetzt hier auch mein gesamtes Mana aus. None shall harm the wilds. Where shall I strike? My strength is yours. What is nature's call? Hi! Insufficient. Are we being invaded? What is nature's call? Great outdoor. Are we being invaded? Our gold mine has collapsed. I'm going to make the trade. Gladly. Ich weiß nicht, warum das immer so ewig dauert mit dem Biss. Hi! Our time is short. Insufficient gold. Nature is restless. What is nature's is there call? Danger? Are we being invaded? Hi! Is there trouble? Research are we being invaded? For Kalimdor. Ich hasse diesen Drecksturm, ey. What is nature's call? Shall I strike command? Your poison. Is there trouble? Is restless. Are we being invaded? My strength is yours. Who threatens the wild? Ah, the great outdoors. Hi. Command me. The time is hi. Where shall I strike? Our time is short. Is restless. Is there trouble? Are we being invaded? Taste the my time spear! Is now. Hi! Insufficient. Are we being invaded? Research what is nature's call? Command is there trouble? Our time hi! Is, oh. Is there trouble? Is are we being invaded? Is what is danger? Nature's call?
What is nature's call? Restless. Are we being invaded? Is there trouble? Well, there it is. The great outdoors. Schiene mit einer sehr schönen Second Hero Wahl dieses Game an sich gerissen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass die Ghule ihn hier überrennen, aber mit Ruhe und Gemütlichkeit wurde da schön eine Base nach der anderen aus dem Weg geräumt. Stark, Flori. Ja, Angst hatte ich auch, aber war hackelig so. Und ich wusste auch immer, dass die Gargles kommen. Ich dachte mir, reagieren nicht über, aber Jesus, ey. Sleep Surround ist schon fucking nervig einfach und dann diese scheiß Tower in seiner Base. Also, nervig. Mein persönliches Höllenspiel, aber ich habe mich durchgekämpft. Ja, stark, Mann. Wir hatten ganz viel Spaß. Das war, da war das schön Feuer mich. Drin. Wir waren uns nicht so ganz sicher, ob da noch Gargoyles kommen. Sparta sehr wild unterwegs, ganz viele Ghule, dann auf einmal Gargoyles, dann aber Fiends, dann wieder Ghule, dann waren Abominations da. Also, wild auf der Tastatur rumgekloppert hat er da. Aber du hast dich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Stolz auf dich. Einfach mal alle Einheiten gezeigt. Okay, ihr könnt gerne joinen, dann kann es gleich weitergehen. Ja, ich habe hier technische. Oh, Johannes! Entschuldigung, sag doch mal, hast du noch was vor heute oder was? Hovi muss auch weg, Mensch. Ja, Hovi, der kann ja gehen, wenn er will. Ja, so. Ich dachte wirklich, Sparta spielt Human, ohne Witz. Ich dachte, irgendwann habe ich da mal. Ich denke immer Human, aber am Ende ist es dann was anderes. Ich will, glaube ich, einfach mal ein Spiel gegen Human spielen. Ich mag die. Also, ich kenne Sparta gar nicht, aber irgendwie dachte ich, Sparta spielt Human. Ja, irgendwie schon, ne? Es passt so. Er ist ein so menschlicher Typ einfach, da erwartet man das. So. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. Bis. Hau rein. Gleich. So, Springtime. Keine Späße hier heute. So, jetzt machen wir aber die Bild oder ein bisschen cleaner hier. Das geht ja so, kann ja so nicht sein. Das kann ja so wirklich gar nicht sein. Wo ist der Creep? Hier ist der Creep. Insufficient gold. Insufficient gold. Leute. Ja, das war stressig, ey. Es ist gar nicht so leicht, gerade wenn man so das Gefühl hat, vorne zu liegen, wird das bei mir so stressig, weil ich denke, ey, jetzt schmeiß es nicht weg. So, wenn ich hinten liege, bin ich fast ein bisschen entspannt. Als wenn ich vorne liege und mir einfach denke, ey, das wäre so ärgerlich, wenn ich das jetzt noch wegschmeißen würde. Aber passiert zum Glück auch nicht so oft. Aber ich bin froh, dass er kein Whisperasser ist. Das ist immer das Schlimmste für mich. Keeper! Wir ändern hier gar nichts. Wir ändern hier gar nichts, Leute. Überhaupt nichts. Ich ändere hier nichts. Falls ihr denkt, ich ändere was. Da wird ja nichts geändert gerade. Leute, ich habe mir vor der Sendung Muffin geholt. Den werde ich nach der Sendung verspeisen. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie als Belohnung oder so. Nein, der wird verzehrt werden. Alter, was für ein Arschloch.
lumber is required. Danger is restless. More lumber is required. More lumber is required. Is there danger? Command me. The on time your mark. Is now. Waiting on you. Is there danger? Out the way. Who threatens the wilds? Waiting on you. Command me. Nature is restless. Command me. Is on your mark. This is the way. The time is the way you will be. Is the danger. Is the way I stand to be. Ja, schade. Aber da hat er mich. Lame ist einfach mein Achillesferse. Hat er mich. Da kriegt er mich. Da habe ich keine Chance. Ich krieg die nicht kontrolliert, leider. Ich weiß nicht genau. Ja, sehr schade. Building is on your mind.
Ghoul Tower Rush, die letzte Map verloren, die perfekte Sendung, leider nicht geschafft. Sparta mit einer Pocket Strategy zum Sieg. Ja, ganz genau, so muss man es machen. Blame und Cheese ist meine Schwäche da. Im Rückblick denke ich mir immer so, ich wüsste genau eigentlich jetzt rückblickend, was ich machen soll. Ich kann das ja alles, aber es ist so viel Stress, so viel Angst, so viel, wo war ich gerade, wo in der Bild oder war ich, soll ich noch tacken, wo war, was passiert eigentlich gerade und dann, ja, GG. Ja, schade, aber gehört dazu. Gehört dazu. Tut mir leid. Naja, ist okay. 1-1, ich bin völlig zufrieden. Was das angeht, damit bin ich jetzt gleich auf, glaube ich, mit meinem Kontrahenten hier, mit Dr. Iphons. Müssen wir mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ob ich vielleicht gegen CL Sturm mal doch gegen die Erwartung doch noch eine Map raushole. Oder ob wir uns da finden müssen. Sehr gespannt, was das angeht. Sturmi, auf jeden Fall sackstark. Immerhin, die erste Map hast du ja toll gemacht, sag ich mal. Das kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Und dann bleibst du ja vielleicht in Liga 4. Und vielleicht, wenn du in Liga 4 bleibst, gibt es ja dann Aufeinandertreffen. Wäre das nicht schön, wenn wir alle in einer Liga wären? Oh ja. Das wäre schön, aber ich schmecke das Salz bis hierhin. Ich freue mich jetzt schon. Seit Jahren warten wir. Florentin und ich sind noch nie in der Liga aufeinander getroffen. Nie. Und wir machen das hier jetzt seit 4,5 Jahren. Das stimmt. Ja. Irgendwann wird es passieren. Es ist wirklich ja random, auch wenn es versucht wird zu manipulieren, aber leider unerfolgreich. Ich habe diesmal die Auslosung selber gemacht. Ich konnte es nicht. Ja. Ich konnte es nicht hinkriegen. Wir sind da irgendwie verflucht. Was du besser kannst, ist durchgehend streamen. Und das passiert natürlich auch für alle Warcraft-Fans auf Back to Warcraft mit ganz fantastischen Streams. Wann geht's eigentlich im Dachinferno weiter? Nächsten Dienstag. Dachinferno ist ja immer Dienstag und Mittwoch um 20.30 Uhr. Sparta kommentiert aber immer. Weißt du, Sparta, der dich gerade von der Map gefickt hat? Ja, kenne ich. Der Human-Spieler. Ja, der Human-Spieler. Der kommentiert immer freitags Division 2. Das ist ja so die Amateurklasse, wo es aber auch um den Aufstieg geht, wie auch bei euch in der Dota-Liga es da mehrere Divisions gibt. Das macht der morgen, da gerne mal einschalten. Unsere Liga 1 geht nächsten Dienstag weiter, wie gesagt. Dann haben wir aber natürlich noch in der Zwischenzeit Programm und haben wir viel Programm. Heute, ich stream direkt weiter. Wir hatten ganz viel Drama in der letzten Zeit in der Warcraft-Szene, weil ich habe rausgefunden, dass es in China sowas ähnliches wie ein Reddit gibt. Und was diese Leute da so posten, das ist faszinierend, meine Freunde. Also da wird mit Schimpfwörtern um sich geschmissen, da haben Spieler Nicknames wie der Eunuch. Und dem möchte ich auf den Grund gehen und da mal ein bisschen aufräumen. Da gab es viele, viele Gerüchte und ich habe als Investigativjournalist mir da ich bin der Wahrheit auf den Grund gegangen. Das gleich direkt im Anschluss. Dann gibt es heute noch einen Stormgate-Patch und der Launch war ja mal absolut oberbeschissen. Mhm. Dementsprechend haben wir das, also es war so schlecht, dass wir das nicht mal gecovert haben hier. Ja. So beschissen war das. Und heute kommt der erste Patch. Ich werde rausfinden, wie viel sie gefixt haben. Morgen geht's weiter mit dem B-Cup. Abends gibt's ein FFA. Samstag gibt's noch mehr B-Cup. Sonntag gibt's ein famoses Monatsfinale von unserem Back-to-Warcraft-Cup mit Foggy und Soen und Starbuck und Hawk und Sonic und Pato. Das wird wild. Und wir haben ein neues YouTube-Format übrigens. Das heißt WC3 Academy, wo wir von ganz Grund auf die Basics Leuten erklären. Von wir starten das Spiel, ist der erste Schritt. Okay. Und welche Settings man da macht und wie man Hotkeys macht. Und solche Sachen werden in der WC3 Academy vorgestellt. Erste Episode ist schon raus, dauert immer 5 Minuten, ganz easy zu konsumieren. Zweite Folge morgen. Sehr schön. Schau ich auch mal rein. Also manchmal ist das Gefühl, würde mir noch mal helfen, noch mal von null anzufangen. Auf jeden Fall. Und dann, ihr ballert weiterhin durch, jeden Tag, sehe ich. Jeden Tag. Wir haben jetzt 201 Tag. Und da soll es jetzt noch weitergehen. Wenn ihr ein Jahr durchgehend macht, dann schenke ich dir einen Muffin. Oh, das lieb. Mit Blaubeeren? Nee. Schokostück. Nee, komm, so weit nicht. Das dann ab 3 Jahren. Dann lasse ich mich dazu herab, so einen Blaubeer-Muffin zu besorgen. Nee, okay. Das ist Hovi, du hast gesagt, du hast gleich ein Dota-Spiel. Streamst du das denn auch? Nein, ich werde es nicht streamen, da es sich um
das Being Esports Ligaspiel handelt, aber nachdem ich dort meine Gegner vermöbelt habe, so wie ich es eben in Warcraft getan habe, Applaus, Applaus. Werde ich natürlich noch in Pubs verprügelt werden. Okay. Nice, nice, nice. Alles klar, ich rede rüber zu Rocket Beans. Heute Donnerstag ist natürlich wieder Home-Tag, ist ja klar. Ab 20 Uhr bin ich nicht dabei, aber morgen wird wieder gesucht bei Rocket Beans. Bei Wo sind denn alle? Da bin ich als Sucher dabei. Ich hoffe, ich finde euch nächste Woche bald. Obwohl, kann gut sein, dass ich nächste Woche leider nicht dabei sein kann. Müssen wir schauen, werde ich ankündigen und euch mitteilen. Aber da brodelt's gerade, sag ich mal. Und, ist wieder Urlaub, ne? Nein, Urlaub nicht, Urlaub nicht. Aber da bin ich ja dann mit der Liga auch durch und dann, ich teile es mit. Haut rein, habt noch eine schöne Woche, macht's gut. Viel Erfolg bei all euren Unterfangen. Hovi, viel Spaß beim Dota-Match. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. So, ihr Lieben, das war Creepcheck für diese Woche. Haut rein, ich raide euch direkt rüber zu Rocket Beans. Dort habt ihr einen schönen Abend, hoffe ich. Und leider klappt das nicht. Bin nicht eingeloggt, leider. Ja, dann geht's leider nicht, aber ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Ihr könnt ja manuell rübergehen zu Rocket Beans. Haut rein, habt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.